Ich grüße ganz herzlich Dr. Christian Fuchs. Guten Abend. Es gibt in der AfD einige Untergruppen, Untergruppierungen. Die bekannteste ist, glaube ich, sind die Juden in der AfD, weil man die am meisten gehört hat oder darüber am meisten berichtet wurde. Es gibt aber auch die Christen in der AfD, und weil es bekanntlicherweise zwei große Kirchen in Deutschland gibt, gibt es jeweils einen Vorsitzenden, der katholisch ist, und einen, der evangelisch ist. Dr. Christian Fuchs war der langjährige, ne? Du warst jetzt zwei Jahre. Ja. Katholische Sprecher der Christen in der AfD und kann uns zu diesem Thema der Christen in der AfD und zu den Christen in unserer heutigen Zeit sicher einige interessante Mitteilungen machen. Ich freue mich, dass du da bist, und ich freue mich auf einen interessanten Vortrag. Wir haben so von der Zeitvorstellung ungefähr so eine Stunde Vortrag. Ja. Und dass wir dann danach noch, kann aber auch fünf Viertelstunden sein, ist egal, dass wir danach eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde noch zum Diskutieren haben. Ja. Die anderen hört man auch auf deinem Mikro, das ist also kein Problem. Und wir haben immer so Zugriffszahlen zwischen 50 und 100, die sich dann diese Vorträge nochmal anschauen, weil halt nicht alle hier nach der Welt kommen können. Und da freue ich mich, dass wir da eine gewisse Breitenwirkung haben. Ja. Du hast das Wort. Wunderbar. Ja, also lieber Andreas, vielen Dank, dass du das hier organisiert hast, und vielen Dank, dass Sie gekommen sind, trotz des Wetters, und sich dafür interessieren. Das freut mich sehr. Bevor ich anfange, ich sehe hier gerade ein Plakat liegen von Orbán, dem Staatschef aus Ungarn. Und dazu fällt mir nur ein, was nicht viele Menschen wissen. Ich bin also Beamter im Ruhestand seit 2013 und arbeite seitdem ehrenamtlich. Hier für die AfD. Aber ich arbeite auch für die Menschen, die unter dem Kommunismus gelitten haben. Und da gibt es ja eine ganze Menge. Und diese Menschen haben nach meinem Dafürhalten nicht immer eine Stimme, die laut genug ist. Und ich versuche, die, soweit ich es kann, zu unterstützen. Und in dem Zusammenhang habe ich kennengelernt, es gibt in Prag eine Platform of European Memory and Conscience. Und die hat mittlerweile über 60 Mitgliedsorganisationen, und die kümmert sich um die Aufarbeitung des Kommunismus im europäischen Rahmen. Das heißt, die versuchen, Gesetze zu ändern, die versuchen, gegenseitige Erfahrungen auszutauschen und so weiter. Und jetzt kommt's. Und diese Plattform of European Memory and Conscience mit Sitz in Prag wird fast ausschließlich finanziert von Herrn Orbán. Ja, das können Sie viele nicht vorstellen, wollen viele auch nicht hören, aber es ist so, und ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, also. Vielen Dank an Viktor Orbán. Ja, kann man, können vielleicht nachher noch ein Glas auf ihn trinken, nicht? Auch wenn er ein Calvinist ist. Ja, gut. Also ich bin, das werden Sie vielleicht nachher noch merken, ich bin religiös, bin katholisch, aber ich bin da völlig offen. Ich bin beruflich auch sehr geprägt worden von einem Protestanten, einem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der bekennender Evangelikaler war, Herrn Waffenschmidt. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn noch, der war damals Aussehender Beauftragter der Bundesregierung. Und ich war katholisch erzogen, er war evangelikal. Hat auch seinen Glauben immer nach außen ganz deutlich vertreten und zum Ausdruck gebracht. Und ich habe bei ihm auch viele mir bis dahin unbekannte Seiten des Protestantismus kennengelernt, die ich sehr schätze. Zum Beispiel die Gebetsgemeinschaften, dass man sich im kleinen Kreis abends trifft, meistens abends, manchmal auch morgens, und über die Bibel spricht. Und der Clou bei den Protestanten ist, dass sie ja ein etwas anderes Verhältnis zur Hierarchie haben. Und bei diesen Gebetskreisen ist eben kein Pfarrer dabei, sondern es sind alles Leute, die von der Bibel mehr oder weniger vielleicht wenig Ahnung haben. Und wenn die sich da austauschen, dann entstehen wunderbare Gespräche. Es gibt solche Gebetskreise auch in Berlin als Frühstückskreise meistens. Und dieser Waffenschmidt hat es fertig gemacht,
Deutschen Bundestag ein Gebetsfrühstückskreis einzurichten, nach amerikanischem Vorbild. In Amerika wird die Parlamentssession mit einem Gebetsfrühstück eröffnet, nennt sich National Prayer Breakfast. Und das hat der Bundestag etabliert und da können Leute aus allen Parteien hingehen und das tun sie auch. Also hier von uns, Volker Münz ist auch öfters dabei, Ulrich Oehme nehme ich mal an, das ist der katholische MdB aus Sachsen, der jetzt mein Nachfolger bei Christen der AfD ist, der ist auch, soweit ich weiß, öfters da. Also das ist eine gute Sache. Vielleicht noch ein Satz dazu. Die Sache ist deshalb so gut, weil Menschen aus ganz verschiedenen Parteien da sind bei diesem Gebetsfrühstück. Und dann kommt es oft zu dem Effekt, dass der eine Abgeordnete, der meinetwegen ganz links steht und jetzt vielleicht Volker Münz zuhört, dass er dann bei politischen Themen, dass er bei religiösen Themen, die da behandelt werden, zu sich selbst sagt, naja, also was denn religiöser Hinsicht da sagt, ist doch eigentlich gar nicht so dumm. Und kommt dann zu der Folgerung, dann kann doch das, was der politisch vertritt, vielleicht auch nicht so völlig abwegig sein. Ja? Also auf diesem gedanklichen Sprung ist das eine sehr erfolgreiche Sache und es haben sich da schon sehr erfolgreiche Partnerschaften entwickelt durch dieses Gebetsfrühstück. Also das nur zu dem Thema, also ganz am Rande. Ja, warum Christen in der AfD? Ich glaube, wir wissen alle, dass längst nicht alle AfD-Mitglieder und verantwortliche, überzeugte Christen sind. Das muss in meinen Augen auch nicht sein. Aber ich fände es schöner, wenn es anders wäre, aber das kann man natürlich nicht verlangen. Aber die Christen in der AfD, die ich kenne, die versuchen, noch etwas mehr christliche Werte in das Programm der AfD hineinzubekommen. Wir haben schon eine ganze Menge und das ist sehr schön aufgelistet. Das kann ich Ihnen nachher noch mal etwas ausführlicher sagen. Im sogenannten kirchenpolitischen Manifest. Es gibt vom Landtag Rheinland-Pfalz, da gibt es einen sehr engagierten Abgeordneten, Michael Frisch, und der hat ein kirchenpolitisches Manifest geschrieben. Ich lasse das nachher auch mal rumgehen. Und da steht auch sehr gut drin, was alles schon an christlichen Prinzipien im Bundestagswahlprogramm 2017, das war das etwas ältere Programm, was da drin steht. Aber man kann natürlich immer noch gute Dinge noch besser machen. Man kann natürlich auch sagen, es ist schön, dass im Grundsatzprogramm drin steht, dass die Abtreibungsregelung überprüft werden muss. Das ist übrigens ein Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, dem man bis heute nicht nachgekommen ist. Beim letzten Abtreibungsurteil wurde von Karlsruhe gesagt, also wir machen jetzt hier eine Entscheidung, aber wir wissen nicht, wie sich diese Beratungsregelung bewährt und deshalb hat die jeweilige Bundesregierung, ich weiß nicht, ob da eine Frist drin steht, die Aufgabe, die jetzt hier Praxis zu überprüfen. Dazu ist es bis heute nicht gekommen. Und also da steht zum Beispiel im Grundsatz, im Wahlprogramm drin, man kann auch noch sehr viel weitere Überlegungen anstellen, ob die Erfolg haben, das weiß man nie vorher. Zum Beispiel ist mal diskutiert worden, dass man ein Kindergeld schon für Schwangere bezahlt. Ja, dann ist vielleicht die Angst einer Schwangeren, die man als Mann natürlich auch sehr ernst nehmen muss, dass sie das Ganze finanziell nicht bewältigen kann, vielleicht so ein bisschen abgemildert. Also das nur als kleines Beispiel dafür, dass man natürlich das Programm immer noch ein bisschen mehr christlich machen kann. Und wir haben natürlich auch Menschen in der AfD, die von sich sagen, auch Politiker, auch im Bundestag, ich bin kein Christ und will es auch gar nicht werden. Und da ist man natürlich auch in einer gewissen Kontroverse, wo man Argumente braucht. Ja, dazu haben wir natürlich einen Mainstream in Deutschland, der den Kirchen eher nicht wohlgesonnen ist. Also wenn ich mal daran denke, dass wir ja Missbrauchsfälle in allen möglichen Bereichen hatten. Ich will jetzt nicht nur da die Odenwaldschule, so wie heißt sie, glaube ich, nennen. Das gab es in der DDR, in den Kinderheimen, ja, massenhaft. Aber gesprochen wird eigentlich in der Zeitung oder geschrieben überwiegend oder weit überwiegend von den Missbrauchsfällen der Kirche. Das ist richtig, darüber zu schreiben, aber es ist eben in meinen Augen sehr einseitig.
Also gegen diesen Mainstream sollte man sich meines Erachtens auch wehren. Ja, und dann ist es natürlich so, das werden Sie auch beobachtet haben, dass die Kirchen sich nach meiner Auffassung zu wenig, vor allen Dingen die evangelische Kirche, mit ihren eigentlichen christlichen Themen beschäftigen. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, dass man mal zum Beispiel in einer evangelischen Akademie, davon gibt es ja viele, mal einen Seminar macht, wie sind die Vorstellungen des Lebens nach dem Tod in verschiedenen Religionen? Das wäre doch mal ein Thema, was auch aus christlicher Sicht interessant wäre. Und da hätten wir auch einiges zu bieten. Aber dazu kommt es nicht. Es gab neulich eine Veranstaltung in einer evangelischen Akademie in Deutschland, ich weiß nicht genau wo. Da wurde zum Thema gemacht der Begriff Identität. Und Sie können sich vorstellen, das wurde natürlich negativ besetzt. Das konnte man im Flyer dann sehen. Also es ging bei dem Seminar darum, Identität als etwas zu verteufeln oder zumindest schlecht zu machen, weil ja Identität angeblich immer ein Grund gewesen sei, Kriege zu führen, Kriege zu beginnen, andere Menschen auszugrenzen und sowas. Also der Begriff Identität sollte in dieser evangelischen Akademieveranstaltung sozusagen einen unappetitlichen Beigeschmack bekommen, mindestens. Und dazu bezahlen natürlich alle, die in der Kirche sind, mit ihren Kirchensteuerabgaben und das finde ich nicht richtig. In der katholischen Akademie in Berlin ist es vielleicht ein bisschen besser, aber so sehr viel besser ist es in meinen Augen auch nicht. Also, die Kirchen befassen sich damit zu wenig. Ich bin ein Mensch, der geht jeden Sonntag in die Kirche, entweder katholisch oder evangelisch. Und insofern habe ich so ein bisschen Erfahrung, obwohl natürlich die Berliner Kirchenlandschaft sehr groß ist und man immer nur einen kleinen Teil sich anschauen kann. Aber ich habe noch nie erlebt, dass in einer Kirche bei den Fürbitten, in der katholischen Messe gibt es ja nach der Predigt gibt es Fürbitten. Und da können dann Leute nach vorne kommen und die können dann Bitten, die sie haben, die sind wahrscheinlich vorher so ein bisschen durchgecheckt vom Pfarrer, nehme ich mal an, können dann sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt und dann wird gemeinsam gebetet, dass Gott diese Bitte erhöre. Ich habe noch nie gehört, dass da mal für eine schwangere Frau gebetet wird. Nach dem Motto, Gott hilf dieser Frau die richtige Entscheidung zu treffen, hilf ihr Mut zum Leben zu haben. Ich habe es ein einziges Mal erlebt und das war, als ich mit den Maltesern auf Wallfahrt in Lourdes war. Sie kennen Lourdes, den Wallfahrtsort an den Pyrenäen. Ich war dreimal mit den Maltesern da. Und da war es aber so, dass dort der Pfarrer uns vorher gefragt, ja, welche Fürbitten wollt ihr denn haben? Und habe ich die halt geäußert. Und dann wurde die dann auch gebetet. Aber das war das einzige Mal. Und ich bin jetzt 71, doch in meiner längeren Erfahrung als Kirchgänger. Ja. Ich habe jetzt nur rumgegeben dieses Schreiben an den französischen Botschafter. Hallo. Abend. Also was die Christen, und damit komme ich zurück zum Thema, warum Christen in der AfD und was die Menschen, die dort aktiv sind, bewegt, das kann man vor allen Dingen hier in dem aktuellen Flyer sich nochmal anschauen. Ich gebe den mal rum, ich habe es leider nur einen mit. Aber da stehen auch die Gründe, was die Menschen, die es dort engagieren, dazu angetrieben hat. Ja, es ist natürlich so, dass jeder da etwas unterschiedliche Vorstellungen hat und unterschiedliche Prioritäten setzt. Insofern haben wir uns vor einiger Zeit im Bundesvorstand Christen der AfD entschlossen, dass wir mal ein kleines Buch herausgeben, in dem man sehen kann, warum Akteure überhaupt bei Christen der AfD, warum sie das machen. Und das heißt, warum Christen AfD wählen. Es gibt, das ist die zweite Auflage, die erste Auflage hieß ein bisschen anders. Und das Ding ist ein Renner, ja, also es wird uns sozusagen aus der Hand gerissen und die haben insgesamt 16 Leute, ich auch,
gesagt, warum Sie sich persönlich veranlasst gefühlt haben, bei Christen der AfD mitzumachen. Herausgegeben hat das Ganze Hans-Joachim Kuhs, den ich sehr schätze. Er war ja Kollege von mir bei Christen der AfD, ist jetzt im Europaparlament, wie Sie wahrscheinlich wissen, und ist auch jetzt, war zwar nur knapp, aber Gott sei Dank wiedergewählt worden als Schriftführer in den Bundesvorstand. Ich gebe Ihnen das hier mal, verteile das mal, und dann können Sie mal schauen, da haben die einzelnen Leute beschrieben, die da mitgemacht haben und noch mitmachen, warum sie das tun. Was mich betrifft, das sollten Sie vielleicht auch wissen, wenn ich hier darüber was sage, ich hatte ja schon gesagt, ich bin katholisch groß geworden in Bonn, aber nicht, weil ich Rheinländer wäre, sondern weil meine Eltern nach der Flucht aus Schlesien in Bonn gelandet sind. Und ich bin also dort groß geworden. Ich hatte dort eine katholische Erziehung von beiden Eltern und hatte eben auch das Glück, dass ich dann irgendwann persönlicher Referent von diesem kirchlich sehr engagierten Staatssekretär wurde, Herrn Waffenschmidt, der mir auch eins gezeigt hat. Ich bin groß geworden in einem Haus, wo man zwar sehr gläubig war, aber darüber eigentlich nicht groß sprach. Und dieser Waffenschmidt, wie er hieß, der machte das völlig anders. Der sagte auch den Leuten, die es gar nicht hören wollten, dass er praktizierender Christ ist. Und das hat seine Wirkung nicht verfehlt. Also das habe ich vor allen Dingen auch von ihm gelernt. Ich hatte dann noch das Glück, dass ich habe im Bundesinnenministerium gearbeitet, dann für knapp 3 Jahre Leiter des Kirchenreferats war. Es gibt im Bundesinnenministerium ein Referat, das gibt es heute noch, das kümmert sich um die Beziehung der Kirche zur Bundesregierung. Das bedeutet faktisch, man bereitet Minister und Staatssekretäre auf Kirchentage vor, man ist zuständig für den christlich-jüdischen Dialog und noch für andere Themen. Und da habe ich natürlich so einige handelnde Personen aus den großen Kirchen kennengelernt. Und das hat mir bis heute ein bisschen genutzt. Ich komme darauf noch, aber das muss ich einfach sagen, damit Sie so ein bisschen wissen, warum ich mich da auch angesprochen fühlte. Ich war ja bei Christen der AfD, die 2015 gegründet worden sind, erst Beisitzer und dann ist jemand ausgeschieden. Und der damalige katholische Sprecher, und da hatte mich Annette Schuldner, die Sie vielleicht noch kennen, hatte mich dann bewegt, doch zu kandidieren. Und dann, seitdem bin ich also seit 2,5 Jahren dann der katholische Sprecher bis zum Mai. Und ich habe im Mai aufgehört, nicht weil ich mich über irgendjemand dort geärgert hätte oder weil das in eine andere Richtung gegangen wäre, die mir nicht gefiel, nein. Es liegt daran, dass ich bin jetzt 71, ein bisschen auf meine Gesundheit Rücksicht nehmen musste. Ich habe mittlerweile 3 Bypässe und 3 Stents und muss also schon ein bisschen aufpassen und muss mich vor allen Dingen mehr bewegen. Und ich kann mich nicht genug bewegen, wenn ich ständig hier mich mit Papieren beschäftige. Und Christen der AfD hat viel Arbeit gemacht. Da komme ich nachher noch drauf. Alle 14 Tage Telefonkonferenz, die moderiert werden musste von Joachim Kuhs oder von mir, die vorbereitet werden musste, die nachbereitet werden musste. Und da ich ja nebenbei in Anführungsstrichen noch für die Menschen arbeite, die unter dem Kommunismus gelitten haben, musste ich einfach irgendwo zurückstecken. Und da habe ich dann dort mich zurückgezogen, habe mich dann nicht mehr aufstellen lassen. Wir hatten im Mai jetzt die letzten Vorstandswahlen bei Christen der AfD. Ja, ich will mal, aber ich will das vielleicht nicht zu lange ausdehnen, übrigens dieses Buch, was hier rumgeht, ja, das ist sehr schön besprochen worden. Ich kenne eigentlich nur eine Rezension aus Österreich von einer alternative Seite, Andreas Unterberger, AT. Also ich kannte sie bisher nicht, aber der hat sich sehr, sehr schön zu diesem kleinen Buch geäußert. Ja, es wurde vorher von dir, glaube ich, Andreas, schon mal angesprochen, und das will ich nicht versäumen, das zu erwähnen, katholisch-evangelisch in der Kraft.
Also wir haben gesagt im Bundesvorstand, wir legen Wert darauf, dass wir einen katholischen und einen evangelischen Sprecher haben. Das klingt vielleicht ein bisschen engstirnig oder komisch, aber wir haben die Erfahrung gemacht, und das war im Grunde genommen schon vorher ziemlich klar, wenn wir was von den großen Kirchen wollen, also wenn Kraft bei der Deutschen Bischofskonferenz anklopft oder beim katholischen Büro hier in Berlin, dann ist es einfach besser, wenn das ein Katholik macht. Und wenn jemand bei der EKD anklopft, in Hannover oder wo auch immer, ist es besser, wenn das ein Protestant macht. Insofern haben wir gesagt, zumindest im Bundesvorstand sollte es da bei den Sprechern und stellvertretenden Sprechern sozusagen paritätisch sein. In den Regionalverbänden ist das nicht so. Da gibt es unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt ja hier den Regionalverband Nordost, darauf komme ich noch. Und also das vielleicht nur zum Thema evangelisch-katholisch. Ja, bei den Aktivitäten, es gibt, aber ich will das nur ganz kurz sagen, weil es vielleicht sonst zu viel wird. Es gibt als Voraussetzung für den Eintritt in Christen der AfD, Voraussetzung ist, dass man einmal AfD-Mitglied ist und zweitens, dass man eine Grundsatzerklärung unterschreibt. Und ich habe die hier bei mir, ich lasse die mal rumgehen. Und ich muss sagen, ich habe die 2015 gelesen und habe gesagt, ja, das ist meine Welt, hier trete ich sofort ein. Und das ist hier mal, ich habe jetzt nur ein Exemplar, aber dass Sie jetzt nicht alles lesen können, will ich Ihnen nur ganz kurz sagen, was da drin steht. Also da ist zum Beispiel erwähnt das berühmte Böckenförde-Diktum, Sie kennen das. Der moderne, säkularisierte Staat kann nicht die Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Wunderbar, vielen Dank. Dann ist ausführlich erwähnt die Würde des Menschen. Dann der Einfluss des Christentums auf die Nationenbildung. Dann die gegenseitige Stärkung im Glauben, die man in einem solchen christlichen Umfeld erfahren kann. Dann ein großen Raum hat das Thema Abtreibung. Dann noch Euthanasie. Da haben wir ja schon Entwicklungen, die gefährlich sind. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass mittlerweile viele alte Belgier mittlerweile in Altenheime nach Deutschland gehen. Sie haben Angst, dass sie durch eine sehr lockere Sterbehilferegelung in Belgien eher ihr Leben beenden müssen, als sie es eigentlich wollen. Nicht? Also so weit sind wir schon. Und ja, dann Ehe und Familie. Im Gegensatz zur Fremdbestimmung in Kitas, dann konfessioneller Religionsunterricht, Religionsgeschichte statt Ethik, wenn man schon keinen konfessionellen Religionsunterricht haben will. Christenverfolgung ist ein großes Thema in dieser Grundsatzerklärung. Und dazu vielleicht nur eine ganz interessante Anekdote. Ich war vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr genau wann, bei einer Veranstaltung der CDU-CSU im Bundestag zur Christenverfolgung. Dachte ich, Donnerwetter, das hatte organisiert Herr Lammert, als er noch, nicht Lammert, der Fraktionsvorsitzende, wie hieß der früher, Vorbrinkhaus, der hat das organisiert, der ist wohl wirklich engagiert beim Thema Christenverfolgung. Aber ich hörte dann, der Grund, dass der das gemacht hat, ist, dass Frau Steinbach ihm zuvorkommen wollte. Ja, Frau Steinbach wollte dieses Thema im Bundestag behandeln, Christenverfolgung. Und da dachte sich offenbar Kauder, naja, also bevor das Thema jetzt die AfD besetzt, dann müssen wir da was tun. Und dann hat er also diesen Kongress zur Christenverfolgung im Deutschen Bundestag gemacht. Also das vielleicht nur zu diesem Thema. Dann ist ein breites Feld in dieser Grundsatzerklärung das Thema Islam in Deutschland. EU-Mitgliedschaft der Türkei und Beleidigung von Religionen. Ja. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich bin der Meinung, dass man Religion nicht beleidigen kann. Also ich habe nun wirklich kein gutes Verhältnis zum Islam, aber ich würde keinen Mohammedaner beleidigen. Ich würde mich nicht jetzt über ihn verächtlich machen oder ihn auslachen. Denn das sind seine Gefühle. Das sind seine Gefühle, auf denen ich nicht herumtrampeln will.
Und ob die richtig oder falsch sind, ist eine andere Frage. Und genauso erwarte ich nicht, dass auf den Gefühlen von Christen auch nicht herumgetrampelt wird. Was das heißt. Das ist eine klare Aussage, wunderbar. Freut mich. Ich mache das immer Leute, dann, die so ein bisschen ungläubig gucken, versuche ich damit klarzumachen, dass ich sage, stellt euch mal vor, ich mache bei der Beerdigung mit und reihe mich dann in diese Trauergemeinde ein, in den Zug, und fange dann an, mich über die Trauenden lustig zu machen. Der sagt doch hier, das ist unmöglich. Wie kommen Sie denn dazu? Es geht doch überhaupt nicht. Aber wenn ich Leute, die intensiv glauben, beleidige, dann belaste ich ihre Gefühle auch sehr stark. Und das ist durchaus vergleichbar in meinen Augen. Ja, also das mal zum Thema Grundsatzerklärung. Und dann habe ich später, da war ich aber schon Mitglied, gelesen etwas, was ich mindestens genauso gut fand. Das verteile ich auch. Das ist das kirchenpolitische Manifest von dem Abgeordneten Frisch aus Rheinland-Pfalz. Das ist ein, ich finde, auch ein wunderbares Papier. Er ist auch Kraftmitglied, und das können Sie auch im Internet runterladen. Kirchenpolitisches Manifest heißt das, da wird es nur eins geben. Und da steht also unter anderem drin: Wir sind offen gegenüber der Welt, wollen aber Deutsche sein und bleiben. Einflüsse anderer Religionen stehen wir kritisch gegenüber, sofern und soweit sie die Errungenschaften unserer christlichen abendländischen Tradition in Frage stellen. Drittens, bezeichnenderweise bleibt die Kritik der Kirchen an den inhaltlichen Positionen der anderen Parteien, der AfD, meistens sehr vage. Es wird also meist mit Pauschalurteilen, Sie kennen das alles, Nazikorner und sowas, Faschismus und so weiter gearbeitet. Aber keiner macht sich die Mühe, mal in das Programm reinzuschauen und zu sagen, ja, also das oder das gefällt uns nicht, dann könnte man ja darüber reden. Dann ist besonders gut, finde ich, sind die Ausführungen zur Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Das war mir vorher auch noch nicht so klar, muss ich sagen. Also das kann man vielleicht so ein bisschen anschaulich machen an dem Beispiel, was da wohl auch drin steht. Es hätte ja Frau Merkel keiner übel genommen, wenn sie als Vorsitzende eines Kirchenvorstandes gesagt hätte, wir lassen jetzt die vielen Flüchtlinge rein. Aber sie war ja nicht Vorsitzende des Kirchenvorstandes, sondern sie war Bundeskanzlerin, hat einen Amtseid auf dieses Land geleistet und muss deshalb natürlich auch die Folgen dieser Handlung mit betrachten und ist dafür auch verantwortlich. Es geht nicht nur um die Gesinnung, es geht auch um das, was aus dem folgt, was man tut. Also das ist da, finde ich, sehr gut dargestellt in diesem kirchenpolitischen Manifest. Ja, dann steht ja noch, fand ich auch ganz schön, die AfD möchte die Grundlagen einer christlich geprägten Kultur bewahren, die in der Begegnung mit antiker Philosophie und Aufklärung zur Grundlage unserer Demokratie geworden sind. Fand ich gut ausgedrückt. Im AfD-Wahlprogramm zur Bundestagswahl stehen überdies viele Inhalte, die der christlichen Soziallehre Rechnung tragen. Hat vorher schon ein bisschen was erwähnt. Dann wird in dem kirchenpolitischen Manifest auch erwähnt, dass es ja auffallend ist, dass die Kritik der Kirchen an anderen Parteien immer nur sehr verhalten ist. Also die Jusos hatten ja neulich gefordert, Abtreibung bis zur Geburt. Ich habe keine Stellungnahme der Kirchen dazu gelesen. Vielleicht habe ich es übersehen, kann auch nicht alles lesen, aber ich habe keine gelesen. Und ich meine, da hätte man schon was sagen müssen als Katholik. Bitte? Bischof Vorderholzer. Hat er es gesagt? Entschuldigung, da habe ich es nicht mitbekommen. Zudem, ja, von dem halte ich sowieso ein bisschen was, sagen wir mal so. Und der Bischof Regensburg. Vorderholzer ist der Schüler und Adlatus von Professor Müller, Kardinal. Ja. Wenn das nicht ernst genommen, das war eine flapsige Bemerkung. Ja. Er sagt mal, und Vorderholzer ist auch der beim Marsch für das Leben mit dabei ist. Ja? Also ich gehe da normalerweise mit, und da hat er auch schon mal eine Rede gehalten. Und jetzt im letzten September
war der Bischof von Passau da, der Oster, der hat auch gesprochen. Aber das ist noch ein extra Thema, darauf komme ich noch. Ja, dann ist auch in dem kirchenpolitischen Manifest erwähnt die Ehe für alle. AfD hat sich ja massiv dagegen gewandt und wir haben im Bundesvorstand auch überlegt, was wir da machen können. Und dann das Thema Abtreibung. Ja, jetzt will ich mal so einige Aktivitäten auflisten, was im Bundesvorstand gemacht worden ist. Und ich komme dann nachher auch noch ein bisschen auf das, was hier der Regionalverband Nordost macht. Also, im Bundesvorstand ist es zum Beispiel so, dass wir da auch einen engen Kontakt haben mit Beatrix von Storch. Die gehört ja auch zu denjenigen, die bei der Gründung mit dabei waren, Christen der AfD 2015. Und die hat dann mal bei einer, wir machen zweimal im Jahr eine Jahrestagung, ja, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, ich kann es nur sehr empfehlen. Es ist immer irgendwo in der Mitte Deutschland, wo man die Hoffnung hat, dass man nicht wieder ausgeladen wird, also entweder im Harz oder in Darmstadt. Harz ist ja nicht ganz so weit. Und da war sie mal dabei und hat sie erzählt, dass sie im Europaparlament, gab es eine Abstimmung zu Libyen und da wollte Beatrix von Storch in dem Papier drin haben, dass auch in Libyen Christen verfolgt werden. Daraufhin sind die Grünen aufgestanden, haben das nicht mitgemacht und sie hat es aber geschafft, dass es doch reinkommt in das Papier. Also ich meine, wenn die Grünen solche schlichten Tatsachen ja leugnen, dann muss man sich natürlich fragen, wenn man sie überhaupt noch fragt, was muss man sonst von ihnen halten? Ja, ich hatte schon erwähnt, die Veranstaltung zur Christenverfolgung, dass Frau Steinbach das ursprünglich machen wollte. Dann hatten wir ja, als Annette Schuldner noch im Bundesvorstand war, die evangelische Sprecherin, das war also zu Beginn, die erste Phase sozusagen, da ist sie aufgetreten hier beim Evangelischen Kirchentag in der Sophienkirche mit Landesbischof Dröge, der jetzt ja aus Altersgründen aufgehört hat. Und das war natürlich für sie nicht sehr erfreulich, aber sie war sehr mutig, sie hat das gemacht. Bezeichnend ist nur, dass offenbar die Taktik war, dass AfD-Angehörige nicht mehr in die Kirche reinkamen, sodass wir da auch nicht Beifall klatschen konnten. Wir wurden einfach, ich war ja auch da, wurden einfach ausgesperrt. Und dass Annette Schuldner dann aufgehört hat, also sie hat guten Input geleistet. Ich fand die Sorgen, die sie hatte, dass die AfD sich nicht genügend von rechts außen abgrenzt, nicht ganz unbegründet. Aber ich bin ja optimistischer als sie. Und im Übrigen fand ich ihre Art, dass sie dann ihren Rücktritt jetzt öffentlichkeitswirksam da inszeniert hat, also das geht in meinen Augen nicht. Also dann muss man so aufhören, schweigend, aber nicht mit einem solchen Eklat. Du musst vielleicht der Öffentlichkeit erklären, dass bei der Gründung der AfD und federführend Frau Petri und Herr Pritzell an diesem Projekt von Seiten des Bundesvorstands, war quasi ein Projekt von Frau Petri und Herrn Pritzell. Und Frau Schuldner ist in sehr engem Kontakt mit beiden, sei ihr auch gegönnt. Ja, und arbeitet, ist auch Mitarbeiterin jetzt noch in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und also nur um die Zusammenhänge zu erklären, jetzt über diese Personalie. Das hat jetzt wenig mit den Christen in der AfD zu tun, die sich Gott sei Dank unter der Ägide von Frau von Storch dann doch konsolidiert haben. Ja, das habe ich auch so mitbekommen. Sie hat mich auch mal aus Düsseldorf angerufen. Also sie arbeitet jetzt bei den Blauen, ja. Die und sie wollte. Also die haben zugemacht. Haben zugemacht. Ach so. Ja. Also sie wollten ja ins Europaparlament. Auch Annette Schuldner wollte rein. Aber sie haben nicht diese 1000 Stimmen da bekommen. Ich glaube, 1000 sind das, die man haben muss, um überhaupt eine Katastrophe kandidieren zu können, ja. Sie hatte mich noch gebeten, da doch auch mitzumachen. Habe ich aber nicht gemacht. Ja. Ja, dann.
Ja. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass durch Petri und Prinzell... Also man muss ja eine Vereinigung, also es war der Versuch, dass man die Vereinigung auch anerkennen lässt von Seiten eines Gremiums der Partei. Dann würde der Bundesparteitag sein als der Bundesvorstand. Dann wären wir eine, wie die JA, eine Gliederung, eine Untergliederung der Partei. Das haben beide immer vorgehabt. Aber der Bundesvorstand hat sich entschieden zu sagen, außer der JA machen wir keine Vereinigung in der Partei. Darum sind alle sogenannten Vereinigungen in der Partei Vereine privaten Rechts, wenn man mal so sagen, die der AfD nahestehen, aber eben keine Gliederung der Partei. Ja, aber das wollte die Petri anders machen. Aber das Interesse kam aber von den einzelnen Mitgliedern, Christen. Ja, also, weil ich gerade von Bischof Dröge sprach, Sie kennen ja natürlich auch Herrn Bedford Strom und Sie kennen das Kreuzablegen in Jerusalem und ich will nur noch eins dazu beifügen, ich war mal in einem Gottesdienst, das war zu der Phase, als politisch ganz kontrovers war, ob man den Völkermord der Türken an den Armeniern Völkermord nennen darf. Ja? Und da war also ein evangelischer Gottesdienst in der Nähe vom Alexanderplatz, weiß nicht genau, wie die Kirche heißt, aber ist wohl eine bekanntere Kirche. Und da hatte sich dann auch mittlerweile der Bundespräsident durchgerungen und gesagt, doch, das kann man Völkermord nennen, hat es auch so genannt. Und dann kam dieser Gottesdienst und da war Bedford Strom und der sprach dann fast nur über die Mitschuld der Deutschen. Die Mitschuld der Deutschen an dem türkischen Völkermord. Ja? Als ich dann aus dem Gottesdienst rausging, habe ich mich selbst gefragt, ja, wer war eigentlich schuld, die Deutschen oder die Türken? Ja? Also es war geradezu irre. Ne? Ja, Brief an französischen Botschafter hatte ich vorhin schon verteilt. Ich habe natürlich keine Antwort bekommen. Ich schreibe aber jetzt nochmal und frage, ob denn was draus geworden ist und so weiter. Ja, dann hat der Bundesvorstand Pressemitteilung gemacht und sich bemüht bei der Frau Dr. Hähnel. Sie kennen diese Ärztin aus Gießen, die verurteilt worden ist wegen Werbung für Abtreibung und wegen der dann auch eine Gesetzesnovelle dann tatsächlich auch verabschiedet worden ist, die das Ganze, naja, das Ganze war dazu ein Kompromiss, also informieren darf man, Werbung machen darf man, nein, darf man nicht, aber das Ganze ist natürlich eine sehr schwierige Unterscheidung, nicht? Also wo hört Information auf und wo fängt Werbung an? Also ich meine, das kennen wir doch alle. Rechtsanwälte, ich bin ja selbst Jurist, Rechtsanwälte durften früher keine Werbung machen für sich. Ja? Nach dem Motto in der Zeitung, ich bin ein ganz toller Fachanwalt für sonst was. Ja, was haben die gemacht? Die haben Urlaubsmeldung gemacht. Die haben gesagt, Rechtsanwalt sowieso ist jetzt 3 Wochen auf Urlaub. Ja? Und damit kamen die Leute wieder. Das ist ja meine Frage, das ist die tolerante Gesellschaft. Ja, ja. Alerta ist ja nicht falsch. Fühl dich geehrt, hier ist ja mehr los auf dem Landesparteitag. Ja. 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 Sehr gut, sehr gut. Ja. Wir leben in einer toleranten Gesellschaft, das ist das Zeichen. Hier am Arsch der Welt. Also. Sie kennen das ja, diese Geschichte mit Frau Dr. Hähnel und da hat sie, die Christen der AfD haben sich da auch sehr engagiert mit Pressemitteilung und anderen Sachen. Dann gab es die Broschüre des Echter Verlages, Christliches in der AfD. Der Echter Verlag ist ein sehr katholischer Verlag, sicherlich aus Süddeutschland. Ich weiß nicht, ob Bayern oder Baden-Württemberg. Und der hat ein Heft herausgegeben, vielleicht so dick wie das, was hier rumläuft. Da steht als Titel drauf, Christliches in der AfD und drin sind nur leere Seiten. Ja? Damit wollten die also sozusagen deutlich machen, es gibt nichts Christliches in der AfD. Und dann haben wir da mit dem Verlag Kontakt aufgenommen und das Verhältnis ist jetzt, hat sich also ein bisschen verbessert, muss ich sagen. Ja, Ehe für alle, da haben wir nun
Gespräche mit Anwälten geführt, was man da machen kann. Und da war es einfach so, dass die Anwaltsgebühren und die Gerichtskosten dort also ein solches Ausmaß angenommen hätten, dass wir das als kleine Kraft, wir haben etwa 350 Mitglieder in Deutschland, mit einem Jahresmitgliedsbeitrag von 24 Euro, dass wir das nicht hätten stemmen können. Aber wir bleiben natürlich an der Sache dran. Und ich will mal so sagen, ich hätte gar nichts dagegen, wenn das in einer vernünftigen Weise im Bundestag behandelt worden wäre. Dann hätte ich das Mehrheitsergebnis akzeptiert. Aber was natürlich gar nicht ging, ist das in der letzten Sitzung des Bundestages durchzupeitschen, nur um noch ein paar Stimmen von der SPD und von den Grünen zu bekommen. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass viele Verfassungsrichter gesagt haben, das ist verfassungswidrig. Ein solches Gesetz muss man machen mit einer verfassungsändernden Mehrheit, das heißt mit einer Zweidrittelmehrheit. Und das Gesetz hat aber keine Zweidrittelmehrheit. Ja? Also das war eine völlig windige Angelegenheit und das macht das für mich auch so unerträglich. Ja, dann haben wir versucht, die christliche Bundestagsabgeordneten der AfD bei Idea Spektrum und in der Tagespost vorzustellen. Das hat auch nicht immer, aber oft geklappt. Dann Marsch für das Leben. Ich bin fast immer dabei und jetzt war auch Joachim Kuss dabei, Beatrix von Storch war dabei und Sie können sich vorstellen, dass sich die Fotografen natürlich auf die beiden gestürzt haben, vor allem Beatrix von Storch, so als wenn es von sonst da nichts Besonderes zu berichten gäbe. Ja, und ein besonderes Thema ist die Kontaktaufnahme mit katholischen Bischöfen. Also wir hatten in der Kraft ja schon den Kontakt zu Bischof Dröge, wenn man das mal so nennen will, dadurch, dass Annette Schuldner in der Sophienkirche mit ihm da diskutiert hat, beim evangelischen Kirchentag. Bei den Katholiken sah das ein bisschen düster aus. Das habe ich mir dann mal vorgenommen, weil ich ja nun katholisch bin und da die handelnden Personen zum Teil kenne. Ich habe mir angefangen mit Bischof Oster, der jetzt beim Marsch für das Leben da war, in Passau und habe ihm geschrieben, was stimmt, er hätte doch in einem IDEA-Interview im Dezember 17 wohl gesagt, man müsse mit allen reden können. Und gemeint war auch der AfD. Habe ich gesagt, wunderbar. Und wir würden gerne mal mit Ihnen reden. Wir kommen als Bundesvorstand gerne mal zu Ihnen. Ja, dann kamen dann etwas wachsweiche Antworten. Und am Schluss kam dann die Antwort, wir möchten uns doch bitte mit Prälat Jüsten treffen. Sie kennen Prälat Jüsten, das ist der Leiter des katholischen Büros. Also die großen Kirchen haben ja bei der Bundesregierung Vertretung, wo sie versuchen, was ich an sich gut finde, die Politik ein bisschen zu beeinflussen. Also jede Gesetzesvorlage, die durch den Bundestag geht, die landet vorher im katholischen Büro und im Büro der EKD, da am Gendarmenmarkt. Und dann können die ihre Meinung dazu sagen, ob die gehört wird, ist eine andere Frage, aber sie können zumindest sagen, wie sie darüber denken. Da hat auch Prälat Jüsten, das muss ich der Fairness halber sagen, hat einen Brief geschrieben vor der Abstimmung Ehe für alle an alle Bundestagsabgeordneten und hat sich dagegen ausgesprochen im Namen der Bischofskonferenz. Aber hinterher kam nichts mehr und ich meine, da spielen auch Rangordnungen eine Rolle. Wenn das ein Prälat schreibt, das ist was anderes, als wenn das der Vorsitzende Kardinal Marx schreiben würde. Der hat es aber nicht geschrieben. Also jedenfalls, ich kannte Prälat Jüsten von Bonn noch her und dann haben wir also dann ein Gespräch bekommen. Da war Ulrich Oehme dabei, Joachim Kuss und ich bei Prälat Jüsten. Und das verlief eigentlich besser, als wir gedacht haben. Also es war auch interessanterweise so, dass das Kommissariat viele Dinge interessierte, wo Ulrich Oehme besser Bescheid wusste als dort das Kommissariat. Und da haben sie intensiv nachgefragt. Und ein erfreuliches Ergebnis dieses Gesprächs war, ist, dass einige Zeit später Ulrich Oehme eine Initiative gestartet hat, dass frei gewordene Unterkünfte für Asylbewerber Obdachlosen zur Verfügung gestellt werden. Und das fand nun die katholische Kirche so gut, dass sie ihrerseits Ulrich Oehme angerufen hat, um sich mit ihm darüber auszutauschen und abzustimmen. Das wäre sicher nicht der Fall gewesen, wenn wir vorher bei Prälat Jüsten gar nicht gewesen wären. Ja,
Also, ich hatte ja schon so einiges erwähnt, ja, und nun haben wir also, sagen wir mal, die Sprachlosigkeit, also Christen in der AfD haben die Sprachlosigkeit mit den katholischen Bischöfen, würde ich sagen, doch überwunden. Und da muss man sehen, was sich daraus ergibt. Sehr aktiv ist Ulrich Oehme mit einem Kinderheimprojekt in Syrien, wo es um Christen geht, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann haben wir uns beschwert bei Herrn Sternberg über, also dem Vorsitzenden des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Der hat ja davor gewarnt, die AfD zu wählen, und da haben wir ihm auch entsprechende Briefe geschrieben. Ich habe eine Presseerklärung gemacht zur Abtreibungsklinik in Stapf. Also die meisten Abtreibungen in Deutschland passierten bisher in München. Und da gibt es einen Arzt, der sich so nennt, der heißt Stapf, und der hat also schon über 100.000 ungeborene Kinder auf dem Gewissen. Und der Clou kommt noch. Diese Klinik hat er nicht gekauft, sondern die hat er gemietet, und die ist ihm vermittelt worden von einer Gesellschaft, einer Immobiliengesellschaft wohl so etwa, wo eine entscheidende Rolle spielt, eine Person, die zufälligerweise nebenbei der Schatzmeister der CSU von München ist. Ja? Ich habe dazu eine Presseerklärung gemacht und gesagt, es ist ja interessant, nicht? Im Wahlkampfprogramm der CSU spricht man sich entschieden für das menschliche Leben aus, gegen Abtreibung, aber eine der handelnden Personen vermietet dann diese Klinik an Herrn Stapf. Ja, wir hatten bisher im Bundesvorstand eine sehr engagierte Frau, Martina Kempf, die hat jetzt aus Arbeitsgründen nicht mehr kandidiert, die hat mehrere Bücher zur Abtreibung geschrieben, unter anderem auch dazu, was ich auch nicht wusste, das ist nach einer Studie aus Neuseeland wohl bei fast jeder dritten Frau zu Spätfolgen in Form von Depressionen kommt. Ja? Also was man vielleicht als junge Frau, ich sage das mal als Mann, obwohl ich das alles nicht so beurteilen kann, vielleicht leichter wegsteckt, da kommen dann, wenn man 20, 30 Jahre älter ist, dann offenbar bei vielen Gewissensbissen nach dem Motto, ja, dieses Wesen würde leben, wenn du es damals nicht abgetrieben hättest. Kann man nicht, nein. Ich will auch sagen, als Mann hat man dazu ein anderes Verhältnis, aber es gibt halt diese Studie, ja, dass es Depressionen gibt, und darum hat sie sich sehr, sehr engagiert gekümmert. Ich habe noch ein, und dann höre ich auch auf mit diesem Thema, einen Brief an den Zentralrat der Juden in Deutschland geschrieben, Herrn Schuster, denn der Zentralrat behauptet ja oft, dass die AfD-Leute Antisemiten sind. Ja? Und wie man überhaupt darauf kommen kann, wurde mir klar bei einer Veranstaltung in der Friedrichstadtkirche. Da war nämlich die Leiterin einer jüdischen Studentengemeinde oder einer Studentenorganisation. Und mit der kam ich nachher ins Gespräch, da gab es irgendwie noch ein Glas Wein, und dann sagte die, naja, also ich meine, die AfD-Leute sind doch gegen die Muslime, da müssen sie ja auch was gegen die Juden haben. Und ähnlich hat Herr Schäuble neulich auch argumentiert. Ich meine, das ist ja nun das Allerletzte. Wenn jemand etwas gegen Muslime hat, dass er dann auch was gegen Juden hat. Und dann habe ich dem Schuster einen Brief geschrieben und gesagt, also diese Argumentation ist abenteuerlich. Und im Übrigen, sollten Sie vielleicht wissen, ich habe mir mit Anfang 30 einen Doktorvater in Jura ausgesucht, das konnte man so ein bisschen aussuchen, und der ist Jude. Ja? Und glauben Sie, ich hätte als Antisemit mir einen jüdischen Doktorvater ausgesucht? Und glauben Sie, ich hätte das Kirchenreferat im Bundesinnenministerium leiten können, 3 Jahre, zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten, wenn ich bekennender Antisemit gewesen wäre? Nicht? Ich habe natürlich darauf auch keine Antwort bekommen, aber ich will nur sagen, was wir so alles tun, um uns zu wehren. Nicht? Ja, jetzt vielleicht noch ein bisschen was zur Organisationsform. Also wir haben den Bundesvorstand mit 10 Mitgliedern, die jetzt neu, also im Mai neu gewählt worden sind. Katholisch, evangelisch hatte ich schon gesagt. Dann haben wir 6 Regionalverbände in Deutschland. Hier haben wir den Regionalverband Nordost. Das ist dann Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Und da sind sehr aktiv Kathi Muxel,
Und auch Frau Gollenbeck, glaube ich, sind da sehr aktiv. Und die machen auch viel Veranstaltungen, so regelmäßige Treffen. Dann machen sie auch Tagungen. Sie waren in Sachsen jetzt irgendwo. Sie verbreiten vor Kirchen nach dem Gottesdienst Flyer oder Broschüren. Also sie sind wirklich sehr aktiv. Und was wir vielleicht noch ein bisschen regeln müssen, das ist so der zusammen, sagen wir, die Abgrenzung zwischen Bundesvorstand und diesen Regionalverbänden. Denn es hat bisher keine Probleme gegeben, aber es kann natürlich Probleme geben, wenn ein Regionalverbund zu einem Thema was anderes sagt als ein anderer. Dann sagen natürlich die Politiker der anderen Parteien, er wisst ja selbst nicht, was er wollt. Nicht? Dann macht man ihnen das auf diese Weise sehr einfach. Und also da muss man sich abstimmen, aber bisher ist es, glaube ich, dazu keiner Panne gekommen. Und dann ist auch ein bisschen die Frage, wer reagiert. Und da haben wir es erstmal so, also ich habe das in einem Papier mal vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob das verabschiedet worden ist, gesagt, wenn eine Bundesbehörde irgendwas Furchtbares macht, dann muss der Bundesvorstand reagieren. Und wenn ein Landesministerium irgendetwas Schlimmes macht, dann muss halt der Regionalverband, der für dieses Land zuständig ist, reagieren. Also um das so ein bisschen, sagen wir mal, so zu gestalten, dass es da nicht zu Problemen kommt. Ja, also wir nehmen also bis ich da war, das hat es glaube ich nicht geändert, auch immer bei den Mitgliedsaufnahmen sind wir also vorsichtig. Also wir nehmen nicht sofort jemand auf. Es muss jemand einen Antrag unterschreiben, auch sagen, was für eine Art von Christ er ist. Also Christ muss er schon sein, aber natürlich Freikirchen selbstverständlich, mich sogar lieber als die Landeskirche. Und kann auch orthodox sein. Also Christ muss er halt sein und er muss einen Jahresbeitrag bezahlen und er muss diese Grundsatzerklärung unterschrieben haben. Aber dann schauen wir zusätzlich nochmal ins Internet, ob da nicht vielleicht irgendwelche Sachen drinstehen, die wir dann für gefährlich halten, wenn diese Person Mitglied werden würde. Ja, sehr richtig, sehr richtig. Ja, ja. Mittlerweile, also haben wir glaube ich noch nicht die für 100 Zahl geschafft, aber wir sind, glaube ich, kurz davor. Ja, wie arbeitet man da zusammen? Also der Bundesvorstand ist ja nun über ganz Deutschland verstreut. Bei den Landesvorständen sind die Abstände ein bisschen kleiner. Wir haben Telefonkonferenzen gemacht, alle 14 Tage. Anderthalb Stunden mit fester Tagesordnung, immer ein Moderator, der dann, wenn irgendjemand vielleicht zu ausführlich wurde, dann ein bisschen gebremst hat. Und das war dann entweder der Joachim Kuhs oder ich. Und das ist eine wunderbare Veranstaltung. Also ich hätte das nicht für möglich gehalten, weil ich ja nun im Bundesinnenministerium auch immer viel hin und her und Krach und Ärger erlebt habe, aber es geht dort ausschließlich harmonisch zu. Ja? Diese Telefonkonferenz wird eröffnet mit einem geistlichen Impuls. Dann werden die Themen abgehandelt. Wenn es da verschiedene Meinungen gibt, dann wird abgestimmt, ganz einfach. Und da wird jetzt nicht darauf beharrt, dass die eigene Meinung vielleicht doch die beste ist, sondern es wird abgestimmt, dann wird es akzeptiert. Und am Schluss gibt es ein Schlussgebet und da ist Joachim Kuhs besonders gut, weil die Protestanten können ja besser als die Katholiken, finde ich, so das tägliche Leben in das Gebet mit einbeziehen. Nicht so die täglichen Sorgen ansprechen und bitten, dass da sie Hilfe bekommen. Also das macht er wunderbar, aber es haben auch andere gemacht. Und die Arbeitsweise und dann eben zweimal im Jahr ein Treffen, eine Tagung. Und da kommen dann so 50, 60 Leute, da wird dann auch über, sagen wir mal, etwas intensiver über manche Themen gesprochen, die man sonst nicht so intensiv behandeln kann. Zum Beispiel beim letzten Mal über Antisemitismus war ein Thema, ein anderes Thema war Christenverfolgung. Also ich kann es nur empfehlen und es wird auch nicht so teuer. Also dann bilden meist die Landesverbände so Fahrgemeinschaften. Da kann man also in einem Auto dahin fahren zu diesem Tagungsort und so weiter. Dann machen wir ab und zu noch eine Präsenzsitzung, weil es mitunter auch ganz gut wird, wenn man sich wieder mal ins Angesicht sieht und nicht nur immer am Telefon nur sich unterhält. Ja, das war eigentlich das, was ich so Ihnen sagen wollte. Und mein Appell ist, wenn Sie irgendwie können, machen Sie mit. Sie helfen der Partei mit Ihren Erfahrungen und Sie helfen auch sich selbst, weil Sie dort wunderbare Menschen kennenlernen. Vielen Dank.
vielen Dank, Christian Fuchs, für den hervorragenden Vortrag. Wir haben jetzt ein Stündchen Zeit, um über diese... Moment, was? Achso, ich muss noch ein bisschen weiter näher reingehen, dass man nicht im weltweiten Netz überall sehen. Mir brennt jetzt hier mal auf den Nägeln, aber ich will jetzt nicht vorgreifen, dann fange ich jetzt erstmal an. Also, ein toller Vortrag zu den Christen in der AfD, ja. Was ihr da macht, und du hast mich natürlich überzeugt, ich werde natürlich noch heute den Vortrag schreiben. Was mir so ein bisschen fehlt, ist Gedanken dazu, wie wir... Also Orban beschreibt das sehr schön. Also Orban sagt, ohne das Christentum gibt es keinen Erhalt des europäischen Abendlandes. Das sehen in der AfD manche anders, wie du schon gesagt hast. Und zum Teil wird auch sehr starke Kritik an den Kirchen geübt. Siehst du die Entwicklung innerhalb des Abendlandes, ist die Kirche da eher, also siehst du dich als Beiwerk einer demokratischen Bewegung, die sich das Abendland zurückholt, oder ist die Kirche da etwas Zentrales, ist der christliche Glaube etwas Zentrales? Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist der christliche Glaube zum Schutz unserer abendländischen Kultur? Also für mich ist er ganz wichtig, aber das sehen natürlich viele Menschen anders. Und dass sie es anders sehen, liegt in meinen auch daran, dass einfach vieles an Tatsachen einfach nicht bekannt genug ist. Und ich arbeite ja, wie gesagt, da auch für die Kommunismusopfer, und ich war in diesem Rahmen jetzt in dem House of European History. Das ist das Museum in Brüssel, das die europäische Geschichte darstellen will und soll und muss. Da ist aber von Christentum wenig die Rede. Ja? Und vom römischen Recht und der griechischen Philosophie ist schon gar nicht die Rede. Ja? Also da fängt Europa an, so etwa mit so 1600, 1500. Wir haben gesagt in dieser Plattform, ich bin da in so einem Aufsichtsgremium, das geht so nicht, und haben da auch entsprechend Wind gemacht. Und jetzt sind wir immerhin im Gespräch mit den Verantwortlichen. Also das ist jetzt ein Thema. Das andere ist eben, dass mangels ausreichender Bildung viele Menschen mit dem Christentum nur verbinden die Inquisition, ja, und von früher, und den Missbrauch und also das Negative und keine Marx, und das Positive, das wissen sie nicht. Also ich meine, in Brasilien, ja, kennt jeder Taxifahrer den Orden Don Bosco. Ja, die tun gut, die sind in Südamerika, Salesianer, Katholiken. Ich kenne die ganz gut, denn wir haben zwei Söhne. Beide Söhne haben ein Jahr mit Don Bosco gearbeitet. Ein Jahr in Brasilien und das andere Jahr in Argentinien. Also jeder da oder da. Und das ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Also wenn ich hier Don Bosco erwähne, dann merke ich oft, das kennen die Leute nicht. Nicht? Und man muss sich in meinen Augen darum kümmern, dass die Bildung zu der bedeutenden Rolle des Christentums, dass die irgendwie besser wird. Und auch, dass die Kirchen es auch mehr betonen. Die Kirchen könnten meines Erachtens auch viel mehr tun. Ja? Gerade jetzt, wo das so oft bestritten wird. Und dann ist natürlich oft so, ich war heute Mittag im Auswärtigen Amt, da war ein Vortrag von einem Benediktinerpater. Der hat ein Jahr gearbeitet in einem Referat im Auswärtigen Amt, das heißt Religion und Außenpolitik. Das gibt es erst seit einiger Zeit. Der hat da von seinen Erfahrungen berichtet, und der meinte eben auch, es würde im Auswärtigen Amt besser, man würde sich des Themas mehr annehmen. Aber die Fragen, die nachher nach seinem Vortrag kamen, als er gesagt hatte, dass 84% der Menschheit gläubig sind, ja, also einen Bezug zur Religion haben, 84%, und die Zahl ist im Steigen,
da kamen dann gleich die Fragen, ja, aber schauen Sie mal, bei uns ist das in Deutschland ganz anders. Wir haben jetzt noch nicht mal 50%. Und da ist meine Schicht auch noch, wir machen in Deutschland den Fehler, die Entwicklung der Kirchen aus der deutschen Froschperspektive zu betrachten. Ja? Wie das in Deutschland aussieht. Die katholische Kirche ist eine weltumspannende Organisation. In China treten pro Jahr Tausende von Menschen in die Kirche ein. Das sind doch nicht alles Idioten. Hier treten wir aus. Bitte? Das sind die Tausende, die hier aus. Ja, vielleicht. Ja, also. Das vielleicht zu deiner Frage. Sibylle. Es mag gut 15 Jahre her sein, da saß ich in der St. Thomaskirche am Mayanplatz in Kreuzberg mit einem Pfarrer, ich habe den Namen vergessen, Reiche, das ist ein SPD-Politiker aus Brandenburg, ich glaube Pfarrer Reiche. Der war dort auch im Landtag, glaube ich. Und er hat hier im Moment jetzt Nikolassee, hat er jetzt ist er Pfarrer und hat auch die Villa dazu bekommen als Dienstwohnung etc. Und der hat dafür gesorgt. Und neben mir saßen noch die Mitarbeiterin vom Herrn Strieder und unsere SPD-Gruppe aus SPD, aus Friedrichshain-Kreuz, aus Kreuzberg. Die haben dafür gesorgt, dass der Religionsunterricht auch mit so einer Ad-hoc-Abstimmung im Abgeordnetenhaus abgeschafft wurde zugunsten eines Ethikunterrichts. Ja, ja, ja. Also die große Ideologie dahinter war natürlich, dass sich die Menschen vertragen. Im Grunde genommen ist es darum, dass man mehr Verständnis hat für den Islam. Und das Christentum zurückgefahren wird. Die Kinder haben das dann lustig Mischmasch-Religion genannt, wenn sie sich am Schulhof unterhalten haben, was ist denn mit Ethik, Mischmasch-Religion? Aber wie es dann ausgestaltet wurde, es war dann doch gespenstisch. Ich war eine der drei, die dagegen gestimmt haben. Das war wirklich gespenstisch. Also es hieß ja, man könnte dann noch zu dem Ethikunterricht Religion dazu wählen. Das führte dazu, dass mein Ältester auf dem Goethe-Gymnasium, der wurde dann im 11. Schuljahr, riefen die dann an, im 12. Schuljahr und sagten, er wäre jetzt der Letzte, der Religionsunterricht wäre. Das wäre, würde zu teuer sein, ob wir das nicht canceln könnten. Habe ich dann eingewilligt, auf dem Goethe-Gymnasium, 12. Schuljahr ist irgendwie so drin. Aber dann in der deutsch-spanischen Europaschule, Jean Miró, war es dann so, dass das wurde ruckzuck, wurde der Religionsunterricht auch abgeschafft. Ja, das war zu teuer, das gab es, denn wir haben jetzt den Ethikunterricht. Der gestaltete sich dann in solchen psychologischen Spielchen. Also wirklich Beispiel, ganz Standardbeispiel, drei Politiker fahren im Zug, der Zug droht zu entgleisen. Wenn man eine Weiche umstellt, dann können die drei Politiker sterben oder drei Bauarbeiter. Und die Kinder sollten sich entscheiden. Wer nicht bereit war zu töten, hat eine 6 gekriegt. Also ungelogen jetzt, also wir können das nachvollziehen, wir haben das aufgehoben, weil es so lächerlich und grotesk ist. Was war das Resultat? Unsere Kinder sind jetzt erwachsen. Sie haben keine Seele. Das heißt, sie haben nichts, worauf sie berufen können, woraus Herr Wild oder ich unsere Kraft schöpfen, das alles an uns ablockt. Das haben wir aus der Religion. Mein Mann kommt aus Lateinamerika, da ist Religion alles und das wird man in diesen Menschen noch nicht abschaffen können. Die Bücher dazu, da wird er hier was zu sagen können, er ist Lehrer. Die Bücher dazu sind absurd, ja? Also der Islam kommt an erster Stelle, der wird in diesen Ethikbüchern überall über den großen Klee gelobt, ja? Und hinten unter den Sekten sind noch ein paar Witze über Katholiken und Pfarrer, Bilderwitze. Das sind die Schulbücher dazu. Die gucken sich die an, lesen sich von vorne. Im Goethe-Gymnasium oder in der? Im Berliner Schulunterricht vom Klettverlag. Können sich durchlesen. In Erfurt wurden die gemacht. Ich habe das von A bis Z durchgelesen. Ich war fassungslos. Und wenn man noch Religionsunterricht hat, dann machen die mit unseren Kindern, ich rede hier von der Hildegard-Wegscheider-Schule in Grunewald, dann gehen mit unseren Kindern und wollen mit denen bei 0 Grad draußen schlafen, mit 7 oder 8 Jahren, unbewacht. Wir haben keine Christlis im Wald, aber vielleicht einige oder Verbrecher oder Wildschweine. Ich habe gesagt, wir sind jetzt bei der Bundeswehr, beim Manöver, müssen mindestens 8 Grad draußen sein, bevor man nachts schlafen darf. Sind sie eigentlich bekloppt? Das ist der Religionsunterricht im Moment. Und wir sollten vielleicht langsamer darüber nachdenken, ob wir vielleicht auch ein bisschen Philosophie brauchen für unsere Seelen. Dankeschön. Hochinteressant, ja. Das sind Geschichten, die Eltern erzählen. Ich habe nicht auf der Rednerliste, aber Hermann Josef ist voll dran. Ich habe sie auch. Ich bin ja auch. Nee. Ach so. Du, genau. Moment, ich habe sie. Ich bin ja auch Mitglied bei diesem Verein, aber ein nur zahlendes, denn ich bin dafür zu katholisch. Der große Karl Schmidt hat gesagt, es gibt einen großen antikatholischen Affekt in der Moderne. Gesamte Moderne, da fängt ja schon ziemlich spät, früh im Mittelalter nämlich mit an.
mit Ockham und so weiter. Da gibt es eine Entwicklung, Kirche auf der einen Seite mit den drei Säulen, Athen, Jerusalem und Rom. Rom meint dabei die juridische Rechtsform, eine politische Form. Also keine fromme, sondern eine politische Form, die sich direkt aus diesem Zusammenhang ableitet, die aber wurzelt im Glauben und nicht mehr im reinen Naturrecht. Das ist eine uralte antike Linie, die über die Kirche transportiert wird, und gegen diese Form gibt es einen allgemeinen Affekt. Ein Affekt, der dann in der Aufklärung dazu kommt, dass man alles, was religiös und Kirche ist, als den Staatsfeind schlechthin erklärt und letztlich Ludwig dem 16. Kopf abschlägt. Damit wird aber nicht Ludwig dem 16. der Kopf abgeschlagen, sondern Gott wird der Kopf abgeschlagen. Und alles Moderne und alles modern Liberale, auch Nationalliberale, lehnt in seinem Kern die Rückbindung an etwas ab, das jenseits menschlicher Verfügung steht. Weil das widerspricht angeblich der menschlichen Vernunft. Das ist nur ein sehr verengter Begriff der Vernunft, denn die menschliche Vernunft ist durchaus in der Lage, komplexer, kompakter und andere Zusammenhänge in eins zu denken. Also die Irrationalität des Menschen, seine Bedürfnisse, aber auch seinen Geist sind eben ein Gesamtes und eines. Und das ist zerstückelt worden. In der Moderne ist das zerstückelt worden. Da gibt es jetzt nur noch den rationalen, klugen, aufgeklärten, super Liberalen, der alles für sich gestaltet und konstruiert. Heute Ehe für alle, morgen Ehe für Hunde oder weiß der Teufel. Ja, alles ist möglich, wenn es hingeht. Und dagegen sagt der Konservative, nein, ich kann nicht alles konstruieren. Ich muss mich letztlich also Religion heißt ja, Reliquiere sich rückversichern in etwas, das außerhalb von mir liegt. Und das ist der konservative Ansatz. Und da gibt es viele Leute, nenne mal David Engels mit seiner Renovatio Europae und sonst die auf politischem Feld, also darum geht es ja in der AfD. Wir sind ja eine politische Partei und keine fromme Kirche. Auch die Christen sind mir hier ein bisschen zu fromm bei der Kraft, das sage ich mal. Also ich nehme an keinem Gebiet teil. Das ist mir in der politischen Partei, das mache ich nur in der Kirche. Ja? Und diese politische Dimension zu erkennen und das nicht als albernes, oho, guck mal, der Merten spricht wieder von einer Kirche, das ist fromm. Ja? Nein, nein, die politische Dimension von Glauben als Letztbegründung und Kraftquelle zu erkennen, die das einzige Bollwerk gegen diese totalen irren Konstruktionen dieser modernen, wie soll ich sagen, ja, ihrerseits auch eine Religion haben. Also dieser Humanitarismus ist ja auch eine Religion. Ja, die Religion des höchsten Wesens, der Vernunft, sagt auch, alles andere außer dieser Vernunft gibt es nicht. Und die Menschenrechte sind jetzt der Bibelersatz. Ja, also die Menschenrechte sind jetzt also, wenn man so erklärt, sind also die Rechte, die eigentlich von Gott kommen, aber jetzt ohne Gott gelten sollen. Ja, die ist unsere Religion. Und jetzt stößen eigentlich quasi religiöse Impulse des Menschen. Die werden kanalisiert in diesen humanitaristischen Sachen, Greta, Thunfisch und so weiter. Es babelt alles nur so von Religion. Ja, die Sehnsüchte der Menschen sind ja vorhanden. Sie werden nur von den falschen Propheten auf eine Ebene kanalisiert, die quasi gegen Gott angelegt ist. Den Marxismus darf doch nicht vergessen. Die AfD muss kapieren, wenn sie einen Konten, das war schließlich, wenn die AfD Anschluss an eine konservative Welt bekommen will und nicht als nationalliberales Schreckhäuflein enden möchte, ja, dann muss sie lernen, tut sie gerade auch, dass die Vokabel Gott öfter vorkommt. Ich war ganz erstaunt, Björn Höcke, mit dem ich ganz kurz, den hatte ich 2013, 14 habe ich ihn das erste Mal kennengelernt, dachte ich, wie hältst du es mit der Religion? Björn, frage mich nach so einer öffentlichen Veranstaltung. Jo, ich bin Agnostiker und die ganze liberale Nummer muss nicht mehr dran hören. Ja? Und jetzt... Ja, Naturschutz ist nämlich auch ganz wichtig. Und jetzt, wo er sich klug aus Schnellruder beraten lässt, höre ich, aha, Religion, Glauben, drei, viermal in seinen neuesten Äußerungen kommen diese Sachen vor. Unser Bundesvorsitzender beginnt oder endet seine Rede zur Vorstandswahl mit Gott und seinem Glauben. Beatrix von Storch, von der hätte ich es nicht anders erwartet, endet damit ihre Rede. Aber man hat das von Seiten kluger Berater, Schnellroder denkt, nämlich so, verstanden, dass Konservatismus
ohne das nicht auskommt. Und daran müssen wir als Christen in der AfD mehr arbeiten, als ein frommes Gebet zu sprechen. Ja. Danke schön. Sie sind als Übernächster dran. Um es mal kurz zu fassen, was du da gesagt hast, war sehr interessant. Also, obwohl der Mensch ein Vernunftwesen ist, er braucht Religiosität. Er hat sie, mehr braucht sie, er hat sie. Ja, er, oder er hat sie, so geht. Ja, meine Frage ist jetzt nochmal zur Entwicklung der Kirche. Welche Aufgaben hat die Kirche, sollte sie haben, und wie hat sie sich eigentlich entwickelt zu unserem Nachteil? Das ist ja sozusagen, greift ja so ein bisschen auch daran. Nicht, wenn wir an Bedford Strom denken, den Herrn Dröge habe ich selbst kennengelernt in der Kirche. Es ist keine Kirche, das ist eine Glaubensgemeinschaft. Naja, und unabhängig davon. Also meine Frage ist eben, die bezieht sich auf die Entwicklung der Kirche. Was für eine Kirche haben wir heute und wie sollte sie eigentlich sein? Also was die evangelische Kirche angeht, die ich weniger kenne als die katholische, glaube ich, dass dort eben auch Menschen, und zwar eine ganze Menge, so den Marsch durch die Institutionen gegangen sind, ja, die also schon immer sowohl politisch links als auch kirchlich, sagen wir mal, mäßig interessiert waren, die aber glauben, ihre Ziele in der Kirche verwirklichen zu können. Und deshalb finde ich eben die Programme der evangelischen Akademien eben teilweise völlig deplatziert, weil sie mit dem religiösen Leben nichts zu tun haben. Man könnte ja auch mal zum Beispiel, das weiß ja auch kaum Mensch mehr, mal eine Veranstaltung machen zu dem Unterschied zwischen Reformierten und Lutheranern und Calvinisten. Also was denn den einen von den anderen unterscheidet oder was die Altkatholiken von den anderen unterscheidet und wie das mit den Legionären Christi ist und Opus Dei. Nicht um jetzt irgendeine zu favorisieren, aber einfach um das Wissen darüber zu verbreiten. Also ich glaube, das ist sozusagen mit den Personen auch ganz stark zu erklären. Und die katholische Kirche, aber das ist hier bei der evangelischen auch so, hat eben Angst vor dem Mitgliederverlust. Nicht? Sie haben Angst, dass sie noch mehr Mitglieder verlieren. Und deshalb treten sie bei Themen, die kontrovers sind, wie Abtreibung, treten sie zurückhaltend bis gar nicht auf. Also ihnen fehlt der Mut. Ihnen fehlt der Mut in meinen Augen, zu einem großen Teil. Bitte schön. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie beanstandet, dass viele Menschen sehr wenig von Geschichte wissen. Unter anderem auch jetzt in Brüssel. Ich habe es nicht gesehen, was Sie dort zeigen. Aber es ist auch im Prinzip kein Wunder. Ich gehöre einer Generation an, da gab es keinen Geschichtsunterricht. Ah, ja. Wurde ein bisschen was von den Römern erzählt und dann war Feierabend. Und wenn ich mir heute angucke, nehme ich genau Großteil unserer Politiker, die glauben dann, wenn sie irgendeinen historischen Straßennamen umbenennen, dann haben sie die Geschichte bewältigt. Das haben sie natürlich nicht. Ja, ja. Bin ich der Meinung. So, das war meine Frage jetzt nochmal, oder mehr zum Verständnis. Ja. Warum viele heute von Geschichte, ich sag mal, Ja. Weil es wurde ja auch nicht gelehrt, wo soll es herkommen. Ja, nochmal zum Frieden selbst. So, ich habe in Darmstadt, ich bin häufig mal auch in Darmstadt, also südlich von Darmstadt, war ein katholischer sehr hoch aufgehängt, also nicht in Darmstadt, aber in Saarbrücken. Ich kenne jetzt die ganzen Ränge nicht, aber ein absoluter Befürworter oder Gegner des Atomwaffenverbots. Und wir haben uns dort getroffen, waren also sehr viele aus der Friedensbewegung. Und er war dann unheimlich frustriert, dieser katholische Sammerhalbbischof oder wie auch immer. Und er hat dann versucht, sein Thema, da gab es auch irgendwie Diskussionen, Gespräche, und sein Thema, irgendwie, das er wenigstens gehört von ihm, gar nichts. Die Meinung der katholischen Kirche, pardon, wenn ich das jetzt sage, so hat er es gesagt,
sind der Meinung, also wenn wir schon mal irgendwo ein Verrückter den Knopf drückt und die Welt hinweg ist, dann ist es Gott gewollt. Und da waren natürlich viele. Und auch, jetzt muss ich aber fairerweise sagen, dieser katholische Halbische oder wie auch immer. Der war so frustriert. Ich komme nicht nur in der AfD. Es gibt so Verrückte, die laufen manchmal mit Beladen. Aber wenn ich mir heute, auch jetzt die Kirchen, egal wie, wir haben ja heute wieder eine Kriegsministerin, die möchte ja am liebsten alles machen. Obwohl es hinführt, wissen wir ja. Es gibt ja auch Leute, also Historiker, die sagen, der Erste Weltkrieg ist mehr oder weniger aus Versehen gekommen. Den wollte eigentlich auch keiner. Und da liegt eben die ganz große Gefahr. Und da würde ich mir wünschen, ich persönlich, egal ob jetzt katholisch oder evangelisch, dass die viel stärker dazu Stellung nehmen. Das würde ich mir wünschen. Dankeschön. Also ich muss vielleicht sagen mal, ich versuche ja fair zu sein, auch etwas Positives über die EKD zu sagen. Also das Pendant zu den Prälatjüsten ist auf evangelischer Seite Prälat Dutzmann. Ja? Also die EKD in Hannover hat hier eben auch ein Büro, wo sie versucht, die Bundespolitik zu beeinflussen, genau wie die Katholiken. Und das Büro der evangelischen Kirche ist am Gendarmarkt und wird geleitet von einem Prälat Dutzmann. Der lädt mich zu seinen Veranstaltungen immer noch ein, ja, obwohl er weiß, dass ich AfD-Mann bin, finde ich auch. Und der hat dann auch Seehofer zum Gespräch da und da wird dann über Asylpolitik gesprochen. Ich meine, ob das eine christliche Aufgabe ist, okay, aber jedenfalls vielleicht ja. Also der ist ganz anders als der Dröge. Ja? Also die Leute gibt es auch in der evangelischen Kirche. Nicht? Die Dame mit den roten Haaren, weil sie leider ihren Namen nicht. Christiane Katzur. Ich wollte nur sagen, dass ich mittlerweile feststelle, dass ich wohne in Berlin, aber ich merke doch, dass Berlin eine antideutsche Stadt geworden ist, beziehungsweise ich empfinde es langsam als linksterroristische Stadt. Ich beschäftige mich auch sehr mit den Morden der RAF und ich sehe es ja gerade, wenn man jetzt sich hier friedlich versammelt, hört man ja immer mehr die Antifa und ich hatte die Antifa auch einmal schon öfters mal in der S-Bahn erlebt und dann rufen sie dann Proletarier aller Länder, vereinigt euch oder Deutschland verrecke oder Deutsche ausrotten. Und ich merke so, die Kirchen, ich bin ja auch gläubig, aber ich bin von den Christen, sogenannten Christen, auch sehr enttäuscht worden in Berlin, weil ich merke, diese Kirchen, die Christen in Berlin sind eben auch alle links indoktriniert, muss ich leider wirklich sagen, diese linke Gehirnwäsche hat die Kirchen eben auch durchzogen und da hat man es wirklich schwer. Also wenn wir uns hier versammeln würden in Schnellroda oder woanders wäre es, oder in Usedom zum Beispiel, wo ich war, in Zinnowitz, da wählen viele die AfD, das ist schon mal recht schön, also da denken auch viele anders, aber hier Berlin ist in meinen Augen jetzt, also ich merke das immer mehr, doch Kampf von Frontstadt. Man muss doch mal nicht rufen. Wir verstehen uns hier als Tal im Fleisch der Linken. Ja, das kann ich auch nicht. War das eine Wortmeldung? Ja, also ich möchte mal feststellen, jetzt wird über Berlin gesprochen, man muss ja auch mal historisch sehen, was ist in Berlin? Berlin ist eine Zusammenführung, eine Mischung zwischen Kommunismus und 68er Enkel oder 68er Ideologien. Und die treffen sich jetzt hier. Und das haben wir gerade. Wir haben da 68er Kommunismus-Ideologie in Berlin. Und ja, mit allen Facetten, das geht in die Kirchen hinein. Nochmal zu dem Antisemitismus. Die meisten antisemitischen Vorfälle kommen aus dem Islambereich und nicht aus irgendeinem anderen Bereich. Aber wir sind das Zentrum der neuen 68er Kommunisten-Ideologie. Und ich meine, dazu nur ein Wort, also man merkt es auch ein bisschen am Sprachgebrauch, der sich so einschleicht. Also von den Linken wird ja immer gesprochen davon, dass wir in Deutschland einen Kapitalismus haben. Den haben wir nicht. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ja. Und die wird eben verteufelt, indem man sie anders nennt, ja. Sibylle.
Ja, wie gesagt, die Umfragen sind, wie gesagt, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, Ost-Berlin, die Linke 28%, West-Berlin, die Grünen 25%. Ich habe gerade mit dem Freund von Rudi Dutschke telefoniert, der sagt auch, dass die Häuser Vorkaufsrecht in Kreuzberg, das wäre super, damit das nicht böse amerikanische Firmen bekommen. Zwischen bösen amerikanischen Firmen und dem Staat, dazwischen gibt es für den nichts. Also wie gesagt, die kommen da nicht mehr runter. Schade ist nur, wenn die Kirchen mittlerweile nicht mehr so Glaubenspersonen sind, wo man irgendwo, ja, Respekt hat man jetzt vom Papst, aber wo man wenigstens Achtung vor hat, dass sie ja irgendwo noch einen Bezug haben zu dem, was sie getan haben. Das sind einfach Theologen, die Karriere gemacht haben. Sonst würde sich die evangelische Kirche mit ihrem Riesenmarkt und ihrem Geschäft, der Diakonie Berlin-Brandenburg, Schlesisch in der Lausitz, die irgendwie 6 Milliarden Umsatz allein mit ihren Krankenhäusern in Spätezählen noch machen, die würden sich sonst nicht so aussprechen für bestimmte Parteien. Die wählen SPD und die Katholiken sprechen sich für die CDU aus. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Die haben sich neutral zu verhalten. Das müsste man an den Kirchenstatus rückwerfen langsam. Oder müsste man Anfragen stellen, wenn es so ist. Ja, also ich glaube, ein Grund für vieles ist, dass sie zu wenig mutig sind, ja? Weil sie Angst haben vor weiteren Austritten. Die Kirchen. Was mich auch so traurig macht, also wir haben ja 10.000 Obdachlose in Berlin, jetzt gerade um diese Winterzeit. Ja, ja. Und dann hatten sie ja 47 Millionen in diesen Abriss der Containerdörfer in Tempelhof rein investiert. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, da sind ja die Flüchtlinge rausgezogen aus diesen Containerdörfern, aber 47 Millionen für den Abriss, das finde ich unsinnig. Da könnte man jetzt die Flüchtlinge, die Obdachlosen. Ja, 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 ja. Das ist schon traurig. Ich erlebe das jeden Tag, weil ich sehe, wie die dort verrecken. Das ist ja unmenschlich. Jetzt gerade, wenn die Minusgrade kommt, so viele leerstehende Wohnungen gibt es auch. Das war ja die Initiative von Ulrich Oehme. Das war die Initiative von Ulrich Oehme. Und da hat dann, wie gesagt, Prälat Jüssen von der katholischen Kirche, und ich meine, das ist der Vertreter der Bischofskonferenz, hat dann ihn kontaktiert. Ich weiß jetzt nicht, was rausgekommen ist. Ja. Ja, also dort in diesen, sag mal, wo die Flüchtlinge gelebt haben. Ich war schon mal drin. In Turnhallen, Schulen, da war nichts mehr. Die bombardieren alles, da kann man nicht mal Obdachlose hinsetzen. Und ganz ehrlich, die osteuropäischen Obdachlosen, Turmstraße, da liegen sie alle. Die müssten bitte gehen. Tut mir leid, ja. Aber sprichst du jetzt von den Containern am Tempelhof? Ja, ich meine, aber das ist alles. Ich kann da konkret machen. Eins nach dem anderen. Dann jetzt erstmal nochmal Sibylle und dann nochmal du, ja? Okay? Also ich kann konkret dazu sagen, dass ich Tür an Tür mit 800 Geflüchteten, die jetzt noch in der Thieler leben, im ehemaligen Bundesgesundheitsamt, das wurde umgebaut. Die haben das auch sehr schön gehabt, weil sie zu dritt oder zu viert im Zimmer gelegen haben, da hat ihnen keiner geschnarcht, wie so einer großen Halle, die waren also auch relativ frisch, die hatten Ventantine etc. Wir haben schon 2016 einen Antrag gestellt, dass dort auch Obdachlose untergebracht werden, weil auch schon 2016 gab es schon relativ viele. Die wollen jetzt die Obdachlosen zählen, Tagesspiegelbericht von gestern. Es sind schätzungsweise 30.000 mittlerweile, vor allen Dingen aus Osteuropa kommen die, weil sie eben durch diese lockere Drogenpolitik hier auch angelockt werden und sehr erbärmlich auch verfallen, muss man dazu sagen. Und wir haben dann 2016, 2017 hat es dann Herr Wallenda von der AfD geschafft, aufgrund meines Anträges und meinen Bitten, dass endlich die Breitenbach, wir haben es dann so verkauft, für den letzten Winter durften wir dann endlich dort auch Obdachlose unterbringen. Aber die mussten dann im Frühjahr, sobald die Temperaturen dann auf 10 Grad waren, mussten sie dann wieder gehen. Die Winter davor, da gibt es auch die Drucksache im Abgeordnetenhaus, wo drinsteht, es ist nicht angedacht, dass sie auf einem Gelände wohnen. Das ist nicht ein Gebäude, das sind 20 verschiedene Gebäude dort, Thielallee, das ganze Karree-Ecke unter den Eichen, das ganze Karree zieht sich. Und bis heute sind da 2000 Plätze freigehalten für die nächste Welle. Ich wohne da Tür an Tür, ich schwöre Ihnen das. Ich habe mit dem Hausmeister geredet, der wurde danach gleich entlassen, wenn ich weitergehe, ob als Abgeordnetenhaus. Der wurde, 2000 Plätze sind da frei, die Betten sind bezogen für die nächste Welle. Aber Obdachlose dürfen nicht rein. Das ist unglaublich, unglaublich. Ich meinte auch nochmal, steht hier in der Bibel drin, gibt den Obdachlosen ein Obdach. Ja. Das ist einfach keine christliche Stadt.
Und es ist ja auch, es ist einfach traurig, das mit anzusehen. Ja. Also nur ist natürlich, wenn man ehrlich ist, gibt es natürlich auch Obdachlose, die jetzt nicht unbedingt eine Wohnung oder auch einen Wohnungsersatz haben wollen, aufgrund Alkoholismus, Drogenproblematik und so weiter, psychische Probleme. Also es ist nicht alleine eine Wohnungsfrage, aber gleichwohl müsste man es zumindest anbieten, finde ich. Ja, in verschiedenen Gebäuden kann man die auch nach verschiedenen Kategorien dann auch. Aber wenn man beim Sozialismus hat, ich bin jetzt kein Fan für den Sozialismus, aber da gab es sowas nicht. Ja, aber dann haben sich in der Refrain gemacht. Du bist Fachmann für den Kommunismus. Gab es da den Kommunismus oder nicht? Gab es Obdachlose im Kommunismus? Also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass man zumindest in der DDR sich um manche, denen es sehr schlecht ging, ein bisschen intensiver gekümmert hat als bei uns. Allerdings auch mit gewissen Zwangsmaßnahmen, die im Westen natürlich eher verpönt sind. Ja. Bitte schön. Also in der DDR, ich weiß es zum Beispiel, ja, Sie noch mal, also kommt ja auch in der DDR, ja. Da wohnen ja Leute, also die schienen wohl, die mussten zusammenleben, weil es keinen geeigneten Wohnraum gab. Und das ist doch auch alles so verloren. Das ist wirklich so, ja? Die Kinder wurden natürlich auch straflich. Was wurden die Kinder? Schulen, aber nur. Ein bisschen lauter, ich habe. Soll ich schreien? Ja. Aber die ging doch um, nur weil der Staat sich für die Kinder interessiert hat. Er wollte sie ja erziehen nach seinem Regime. Mhm. Und wie gesagt, geschiedene Paare mussten zusammenleben, weil sie keine Wohnung gekriegt haben. Die wohnten in Kellern und hast du nicht gesehen. Ja, ehrlich. Es ist alles so verloren. Es gibt kein richtiges Regime. Alles. Kommunismus, Demokratie, hast du nie in einen Würfelbecher gewürfelt und der Beste ausgezogen. Das ist so. Ich hatte auch noch eine. Bitte schön. Und zwar nochmal direkt an Sie. Inwiefern gibt es Widerstand für Christen in der AfD von den Kirchenvorständen, Landessynoden? Versucht man, sie ein bisschen an den Rand zu drängen oder droht man ihnen vielleicht an? Das hätte Konsequenzen, wenn sie sich zu sehr in der AfD engagieren, weil ich erlebe in Friedrichshain, dass unser Pfarrer eigentlich ein total netter Kerl, der erzählt mir, er steht unter Druck. Die meisten Wohltätigkeiten tut er für unsere, in Anführungsstrichen, geliebten Mitbürger, die aus Afghanistan, Syrien gekommen sind, für Menschen, die dort wohnen, schon seit längerem. Das ist eigentlich, reiht sich hier ein in das, was gesagt wurde, tut er fast nichts Soziales. Ja? Und für diese Menschen, da werden zum Teil Fahrtfernseher verschenkt, aus der Kirche, aus ihren Fonds oder Computer, damit diese Leute dann eben gleich einen Laptop haben. Und jetzt meine Frage an Sie. Versucht man jetzt diese christliche Bewegung innerhalb der AfD unter Druck zu setzen, von den Kirchenvorständen und alles, wie ich schon gesagt habe, oder lässt man sie gewähren, duldet man ihre Haltung? Also ich habe einen solchen Druck bisher nicht erlebt. Ja, es kann sein, dass es ihn gibt, aber ich habe ihn nicht erlebt. Was ich wohl erlebt habe, aber das kennen Sie ja auch, dass von staatlichen Institutionen und von der Wirtschaft, dass da Drucke ausübt. Also eher außerhalb der Kirche. Außerhalb der Kirche. Also zum Beispiel ein Kollege von mir aus dem Bundesinnenministerium, der war irgendwann, hatte der eine höhere Stellung in der AfD in Brandenburg. Den konnte man als Lebenszeitbeamten nicht rausschmeißen, aber man hat ihn dann auf einen Posten versetzt, wo er zwar nicht schlechter bezahlt war, wo er aber weniger Einfluss hatte. Und seine Karriere ist ehrlich auch beendet. Und es gab bei der AfD einen sehr guten Rechtsanwalt, der so in Formalien auch sehr gut war. Der hat so bei Parteitagen, hat er dann oft da auf dem Podium gesessen. Hamburg? Also es war hier in Berlin. Und dem hat die Kanzlei nahegelegt, aus der AfD auszutreten. Ja, aber das war, wie gesagt, Druck von der Wirtschaft, nicht? Und von privaten Unternehmen und jetzt nicht von der Kirche. Nur ergänzend dazu, ist es alles gar nicht so schrecklich. Manche Dinge laufen diskreter, manche weniger diskret. Der Generalvikar von Berlin, der Dr. Kollig, der kommt natürlich gerne, wenn die AfD ihn zum
Jahresempfang im AEA eingelegt und da kann man dann ganz wunderbar mit dem Rotweinchen trinken. Wir sind beides Rheinländer von Haus aus, da ist dann gleich recht lustig. Er ist dann, wenn man mit ihm spricht, auch bereit, gerne eine Einladung anzunehmen zum Gespräch. Ich lanciere das dann weiter den entsprechenden zuständigen Leuten. Ich sage ihnen, ihr habt die Möglichkeiten, so und so, da ist die Telefonnummer, da ist die Adresse. Jetzt kümmert euch mal darum. Aber es kümmert sich eben keiner drum. Also es reicht, wenn man mal einmal Winke-Winke gemacht hat. Ja? Und wenn der Generalvikar des Erzbistums Berlin erscheint, ich sage auch nochmal so vom Protokoll her, ja, dann ist das eben nicht da hinten zu erwähnen, sondern es gehört auch protokollarisch nach vorne, dann wird das auch publik. Ja? Und also solche Chancen gibt es und ich weiß das auch vom Erz, vom Bistum Görlitz, also der dortige Bischof, den traf ich auf der Eröffnung von Neuzelle, dem Kloster in Neuzelle. Und ich sprach ihn da mal so an, weil ich dachte, mit dem schnappe ich jetzt nochmal so einen Bischof. Ja? Und war gar kein Problem, Herr lieber Herr Mertig, herzlich willkommen. Hier mein Sekretär, Telefonnummer, wenn Sie eine gute Veranstaltung haben, gerne nochmal zu sprechen. Das heißt, du glaubst, wir sind zu unbedarft. Also ja, nein, zu es erkennen, ist auch, vieles ist so eine, also so eine self-fulfilling prophecy. Also wir denken, die haben uns, die hassen uns alle. Ja, und wir gehen mit so einer Voraussetzung ins Gespräch, oh, wir müssen jetzt mal wieder Terrain gewinnen. Also im Öffentlichen, also das Öffentliche, was die Leute so behaupten müssen, damit sie im Mainstream überleben, ja, das ist dann mal so das eine, aber Politik gestalten oder Wege eröffnen im nicht öffentlichen Bereich, das ist dann was anderes und da ist meine Erfahrung, der ich aus solchen Zusammenhängen, ich habe auch Theologie studiert, ich war aus Münster, ich kenne das Milieu, ja, ist das eigentlich, es müssen nur eben auch die Richtigen sein. Geht natürlich nicht, dass ein ausgewiesener Atheist irgendwelches dummes Zeug erzählt. Ja, oder fängt schon bei dem Evangelischen und dem Katholischen, dieses Erwähnten an. Ja, dass man in seinen katholischen Kirchentagen natürlich keinen Evangelischen letztlich schicken kann, weil der im Gespräch nicht resonieren kann. Ja, und also gibt Möglichkeiten, ist alles viel offener. Man muss auch da mal ein bisschen calm down. Ja, und von diesem Agitationsmodus und die AfD ist ständig verletztes, armes Tier und so runterkommen und mal ganz positiv und freundlich sprechen, dann geht das schon. Die Katholiken, die sind sowieso, die lassen meistens alle Fünfe gerade. Ja. Die sind was? Die lassen alle Fünfe gerade sein. Die Katholiken sind nicht so streng. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, man darf die Leute nicht, also diese Kirchenoberen nicht an ihren öffentlichen Äußerungen messen. Das machen sie natürlich auch aus opportunistischen Gründen. Und man muss versuchen, mit ihnen unter vier Augen irgendwie eine andere Ebene zu finden. Ich habe noch eine, ich habe mich mal kurz vor dir auf die Redeliste gesetzt. Also ich habe in meiner Kirchengemeinde doch ganz erhebliche Anfeindungen erleben müssen. Zwar war der, also wir haben keinen Pfarrer, sondern einen Kaplan in unserer Gemeinde, der ist eigentlich in Ordnung, aber innerhalb der Gemeinde gibt es doch ganz erhebliche Anfeindungen, also dass man mir die Hand nicht mehr gibt zum Beispiel. Ja? Also in der katholischen, ich weiß nicht, in der evangelischen Messe gibt es wahrscheinlich auch, Friede sei mit dir. Ja, den Vater unser, ja. Nach dem Vater unser. Und da drehen sich dann Leute extra weg, damit sie nicht mir die Hand geben. Die dürfen dann aber nicht zur Kommunion gehen. Das ist liturgisch verboten. Das ist eine liturgische Grundvoraussetzung, dass man im Frieden der Gemeinde miteinander steht. Wer oft öffentlich den Friedensgruß verweigert, muss vom Pfarrer von der Kommunion ausgeschlossen werden. Das musst du denn sagen. Das ist kanonisches Recht. Ja, da kann man dem Pfarrer gehen und sagen, gucken Sie mal, Herr Pfarrer, die verweigern hier den Friedensgruß. Am besten nimmt man die beiden kanonischen Regeln mit, die ich jetzt der Nummer, die ich auswendig habe. Ja, ja, ja. Das nennt man Lex Orandi, Lex Credendi. Ja, da gibt es ganz harte Vorschriften. Das ist aber auch schon mal eine wichtige Information. Werden von den Katholiken immer, weil sie es selber nicht mehr wissen, auch nicht angewendet. Vieles könnte da, man muss sich gar nicht, also katholisch muss man sich nicht alles bieten lassen, weil es ein Lehramt gibt. Ja, also da gibt es keine Meinungen und da gibt es das Lehramt. Und da gibt es Regeln.
Ein katholisches Recht ist eine rechtsverfasste Kirche. Und bei den Evangelien ist alles irgendwie so Gefühl. Ja. Ja? Und so, und deswegen mal mit dem Pfarrer diesbezüglich sprechen. Okay. Ich gucke auch nochmal Kanon nach, das dann finde ich es. Klingt sehr interessant. Ja. Trotzdem mal meine Frage, wie sieht es bei den anderen aus? Bei dir in der Kirchengemeinde hat sich da jemand vor Ekel abgewendet? Nein, also ich gehe fast nur in die Ludwigskirche, ja, am Ludwigskirchplatz. Da sind ja die Franziskaner, die sehr gut predigen, wobei jetzt da zu neuen Entwicklungen kommt, aber Pater Josef soll da bleiben, den ich sehr schätze. Oder ich gehe in die evangelische Gemeinde am Schlachtensee. Da ist ein junger Pfarrer, beide wissen, dass ich in der AfD bin und ich werde von beiden sehr gut behandelt. Also, und von der Gemeinde? Die wissen das meistens nicht. Ja, die wissen das nicht. Also meine Gemeinde weiß das, weil ich direkt Kandidat in meiner Gemeinde bleibe, wenn die das Foto gesehen haben, bleibe ich, aber ich spüre, also darf man sagen, aus meiner, ich bin auf den Empfängen nachher, ich kriege mir jeder die Hand und ich trinke auch einen Wein und der Pfarrer ist völlig in Ordnung. Ich bin nur so meine persönlich völlig in Ordnung, hochgebildeter, konservativer, gebildeter Mensch, ja, der auch seine eigenen inneren Sorgen und Spannungen mit allen Bauern zu haben, der aber auch nicht so ein dummes Zeug erzählt wie in einer Pfarrei, das muss man mal so sagen. Also die Nummer schiebt er gar nicht. Ja, also bei dem kommt Politik in der Messe nicht vor. Punkt. Ja, wenn dann ganz allgemein. Ja, also wir beten für unsere Politiker. Amen. Ja? So, wir könnten ja auch mal wieder Antifa beten. Ja, das ist unterschiedliche Erfahrung. Also es gibt große innerstädtische Gemeinden, St. Matthias, auch ehemals Sitz des Bischofsmodells wirklich Multikulti um einen herum. Ich meine, ich bin ja in der hottest place in town. Ja, und ich kann nur feststellen, da geht es an mir persönlich oder ich weiß nicht woran, die wissen auf jeden Fall, dass ich AfD-Mitglied bin und auch mich, also auch ich nur richtig engagiert hatte, kenne mich von den Straßenwahlkämpfen und ich sage es auch jedem, also wenn man so ein Gespräch mal drauf kommt, wenn ich mit Herrn Feldkamp da irgendwie auftauche, dann weiß es wieder jener. Ja, so, also aus meiner Erfahrung kommt wahrscheinlich, es ist wirklich unterschiedlich. Also wenn man gerade so einen Hippie-Fahrer da irgendwo hat, der schlecht ausgebildet ist, so ein Bachelor in Tirol hat, In meinem Freundeskreis ist es so, das sind nun aufgrund meiner Herkunft, ich war ja über 30 Jahre in der CDU und bin da 2013 ausgetreten, der Freundeskreis sind überwiegend ehemalige CDU-Leute, die ärgern sich über die CDU von früh bis abends, wählen sie auch zum Teil nicht mehr. Aber so weit, dass sie in die AfD eintreten, so weit sind sie noch nicht. Wobei es natürlich bei vielen auch eine gewisse Dankbarkeit ist. Also viele, das sind höhere Beamte zum großen Teil, die verdanken bestimmte Karrieresprünge der Partei. Nicht? CDU. Der CDU. Und dann fällt es denen schwer, das ist ja vielleicht menschlich irgendwie verständlich, zu sagen, ich trete jetzt aber aus. Nicht? Pension kassiere ich gerne eine hohe ein, aber ich trete jetzt aus. Wir sind noch Fragen offen oder können wir langsam länger aufmachen? Bitte schön. Ja, ich habe noch, also ich habe eine Verständnisfrage und möchte mal eine Verbindung zwischen dem, was ich von Ihnen gehört habe und von dir jetzt gehört habe, mal herstellen, damit ich dann besser verstehe. Deine Meinung ist, dass also alles nicht so schlimm sei. Wir würden und die Beispiele zeigen, dass wir ausgegrenzt werden und dass die Kirche politisch geworden ist. Ja. Und du bist der Meinung, dass man also als AfD, als Partei noch mehr auf die Kirche zugehen sollte, damit sich das Verhältnis zueinander verbessert. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Ja. Gut, das ist unbedingt richtig. Aber jetzt habe ich ja auch das gehört, was Sie gesagt haben. Und Ihre Aktivitäten finde ich ganz großartig. Ist das jetzt zu wenig oder sollte jetzt noch mehr gemacht werden? Denn die Tatsache, dass wir jetzt hier Christen in der AfD drin sind, ist ja auch der Motor, um wieder politisch nach draußen zu gehen. Mit dem konservativen Anschluss gewählt. Punkt. So einfach. Wir werden keine konservative Partei sein. Im Anschluss in dieses Milieu, was ja mittlerweile auch schrumpft, wenn wir uns das vormachen, nicht finden. Punkt. Das ist eine pragmatische Sache. Dazu muss man nicht mal gläubig sein. Da nehme ich mir den sonst wen und dem schule ich ein bisschen und dann lerne ich ein bisschen, was es geht und weil es notwendig ist. Ja, und soll überhaupt nicht fromm sein.
Ja, aber es ist eine wichtige Körperschaft, die öffentlich geprägt ist und geht an die Grundfesten unserer deutschen Identität. Ja, und ja? Ist halt auch tiefer verwurzelt, als man so oben das. So ist es. Ja, und darum ist es notwendig. Ja, und da würde ich, ja, da sind, glaube ich, eine Warnung, da kann man noch mehr tun, auf die Kirchen ruhig zugehen und sich nicht von Äußerungen wie meinetwegen, ja, jetzt Zentralrat, aber aus kirchlicher Sicht fällt mir jetzt keiner ein, der Marx. Der Marx hat vor der Bundestagswahl sinngemäß gesagt, dass er mit der AfD nicht reden will, ja. Dann war die AfD plötzlich im Bundestag und dann sah es anders aus. Ja, dann hat er eine Erklärung abgegeben, die eine gewisse Gesprächsbereitschaft erkennen ließ. Und also ich würde da, wenn ich Sie so verstehe, auch sagen, noch mehr auf die Kirchen zugehen. Und wenn wir es noch nicht so viel getan haben, wie vielleicht sinnvoll, dann liegt es auch ein bisschen an der Zeit. Ja, ganz einfach. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oder auch so Akademien und sowas teilnehmen. Man muss nicht mal in die Messe gehen. Also es gibt viele Veranstaltungen, ja, öffentlich, die sind aber kirchlich und sich als AfD-Mitglied ruhig mal da reinmischen, erstmal gar nichts sagen, muss nicht gleich den Sticker raushängen lassen. Ja, aber dann mal im Gespräch, dass die Leute vorab schon mal merken, ach, da, man ist kindbekloppter Rassist oder wie gleich alle Juden verraten oder so. Ja, oder bei der Wahl zum Pfarrgemeinderat. So weit, solche Sachen. Ja. Da, wo man sich eben sonst im Kleingartenmilieu oder sonst wie, da muss man sich auch in dieses zentral wichtige konservative Milieu hineinbegeben. Vielleicht eine Zusatzfrage. Hast du keine Möglichkeit, dich mit deinen Denkansätzen, mit deinen strategischen Denkansätzen überhaupt einzubringen? Aber das ist nicht so öffentlich. Wie, auch nicht parteilich irgendwie? Das ist öffentlich nicht so möglich. Das kann man, da muss man sich schon sehr entscheiden. Manche Dinge sind viel, aber man hat eine schöne Arbeitsteilung in der Partei. Die einen machen dann so und die anderen machen so. Schön, wenn dann das andere auch dann dahin käme, aber das braucht alles so seine Zeit. Aber da ist viel vorbereitet. Kurz vor Ihnen noch Sibylle Schmidt. Also diese Unzufriedenheit mit den Parteien, die ist von allen Gelehrten und als Forderung zu beobachten in ihren jeweiligen Parteien. Also auch die alten SPD-Mitglieder sind mit Ernie und Bert jetzt auch nicht zufrieden, die jetzt Vorsitzende geworden sind. Das ist ja noch schmeichelhaft. Der Nachfolge von Ollenhauer und Brandt. Aber man muss auch eben wissen, dass selbst für die Kindeskinder die Reputation vorbei ist, sobald man sich jetzt nach vorne wagt, Kritik äußert und das im Netz veröffentlicht wird. Das ist ja wie in Stein gemeißelt. Das finden wir noch in 2000 Jahren die Nachfrage. Das sollte man immer wissen. Deswegen wollen sich solche Leute, die ja wenigstens eine intellektuelle Karriere gemacht haben oder Professor oder Doktoren geworden sind oder eine Ministerialkarriere gemacht haben, die wollen sich auch nicht mehr outen. Das ist jetzt eine ganz heikle, moderne Situation. Und da müssen wir eben mit umgehen, wie die Anarchie eben voranschreitet. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich denke auch. Das wäre eigentlich das perfekte Schlusswort gewesen, wenn ich nicht noch so eine kleine Geschichte anhieße. Ich wollte auch noch was sagen. Ich wollte nur noch mal einen Hinweis geben. Wir haben jetzt die Christen in der AfD gehört. Ja, es gibt auch die Juden in der AfD, die ich im Wilhelmshaven waren auch schon hier. Haben wir die Moslems schon in der AfD? Warum nicht? Könnte man ja auch. Ja, gab es auch schon mal einen Ansatz. Ja. Gab es schon andere? Ja, gab es mal den Gedanken daran, aber so viele Moslems gibt es, glaube ich, nicht in der AfD. Es müssen ja mindestens 7 sein für den Verein. Ja. Da wird es dann schon schwierig. Ich möchte noch ganz kurz eine Geschichte erzählen, die mich freudig erregt hat, was das Christentum angeht. Ich war vor zwei Jahren im Wahlkampf in Bayern und in Rosenheim. Da kam plötzlich Beatrix von Storch auf meinen LKW. Und davor war der Parteitag in Köln gewesen, wo die evangelische Kirche hatte gesagt, hatte damit geworben, unser Kreuz hat keine Haken. Also ja, ja. So als ob wir die Nazis sind, so wie man das jetzt hier skandiert. Also unser Kreuz hat keine Haken. Und dann sagt Beatrix von Storch, und die hat ja manchmal so eine ganz, ja, ganz hervorragende Art, sagt sie, Herr Bedford-Strom und Herr Marx, ich rufe Ihnen zu, Sie sagen,
unser Kreuz hat keine Haken. Ich rufe Ihnen zu, Ihr Kreuz hat gar kein Kreuz. Zu behalten und auch in der Öffentlichkeit dazu zu stehen. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme.